Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend hier heute am 30. November 2017 auf Okitalk, den interaktiven Redesprachportal, der Talk vom Mensch zum Mensch. Ich freue mich wieder, dass wir wieder live vor euch hier vor Ort sind. Und zu Gast ist heute die Margit Meira Fuchs, zweite Sendung heute. Die erste Sendung ist schon einige Monate zurückliegend. Ich weiß das Datum, ne? Im Sommer, da war es warm und heute haben wir ja kaltes Schneewetter und genau das Gegenteil. Und das Thema heißt heute delfinisches Bewusstsein für eine neue Zeit. Und die neue Zeit, ja, ich glaube, die sehnen wir uns eigentlich alle, die Delfine, aber auch wir Menschen. Margit Meira Fuchs schwimmt seit 21 Jahren mit frei lebenden Delfinen und leitet Retreats heißt das, um Menschen das Schwimmen mit Delfinen in freier Wildbahn zu ermöglichen. Sie kommuniziert telepathisch mit diesen wundervollen Wesen und ist Vermittlerin der Botschaften der Delfine. Sie sind Hüter des Paradieses auf Erden. Wer Interesse hat, heute mit ihr zu reden, ja, das brauche ich nicht weiterlesen, ist heute natürlich eingeladen und deswegen lade ich euch auch ein. Unser Telefon, das österreichische Festnetztelefon, ist freigeschalten. Die Telefonnummer für Österreich ist die 0720 518 197. Findet ihr auch unter Live on Air, am Sendeplan, alles ersichtlich auf der okitalk.com-Seite. Und der Chat außen ist auch geöffnet und ich begrüße dort auch schon mal unsere Chatter, die auch schon zahlreich jetzt langsam eintrudeln und sage und begrüße euch ganz einfach recht herzlich. Bitte schreibt einfach eure Fragen, Anregungen in den Chat und wir werden das dann hier in die Sendung weiterleiten. Und nun sage ich mal einen wunderschönen guten Abend, liebe Margit. Ich finde das erstmal wundervoll, dass du dir die Zeit nimmst, bei diesem kalten Wetter durch die eisigen Straßen zu fahren. Aber es ist alles gut gegangen. Und ja, wie geht's dir erstmal überhaupt? Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich danke dir erstens einmal, lieber Klaus, für die zweite Einladung bei Okitalk. Möchte alle Hörer herzlichst begrüßen und Chatter. Ich freue mich sehr über irgendwelche Fragen, die kommen, wie es mir geht. Ja, ich meine, grundsätzlich geht's mir gut. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert in Zeiten wie diesen. Es ist viel los, es tut sich viel. Ich glaube, unser Gewahrsein und unsere Aufmerksamkeit, was da so abgeht, ist einfach im Moment sehr, sehr gefragt. Und das beschäftigt mich natürlich. Ja, ich denke, das passt eigentlich auch sehr gut zum Thema der Delfine, weil Delfine Wesen sind, die sich 100% und absolut gewahr sind und wirklich immer und ständig mitkriegen, was um sie herum los ist und was wirklich läuft. Und die wirklich eine Fähigkeit besitzen, unglaublich tief zu blicken und gleichzeitig weit zu schauen. Also insofern gehört das für mich zusammen, nämlich das, was derzeit in der Welt passiert. Und das Thema Delfine, das ist 1:1 miteinander verwoben. Ich hoffe, dass wir Menschen langsam mal erwachsen werden und unsere Kindheit ablegen, das erwachsene Kindheitsleben und dass man wirklich mal wieder in die Natürlichkeit, in den Verstand kommt, was richtig und falsch ist. Denn es ist ja wirklich, wenn man so hinschaut, jetzt auch die Geschichte am Rand, das gehört jetzt nicht zum Thema, die Smart Meters, die Entscheidung in Österreich ist ja eigentlich eine Vergewaltigung an uns Menschen. Wenn man wissenschaftliche Studien, egal von was sie kommen, einfach ignoriert. Sie sind gesundheitsschädlich und da rede ich auch so und stehe ich für meinen Namen. Und wer das nicht glaubt, ich gebe euch die Beweise dafür. Und liebe Herr Politiker und dessen Hintermänner, auch ihr seid davon betroffen. Ihr seid nicht davon befreit. Es sind eure Kinder, eure Familien, eure Freunde, die demnächst schwerengesteuert schön durch die Gegend laufen. Mind Control lässt grüßen. Wir haben einen Vortrag darüber von Günter Schermer noch im Archiv, bitte zum Nachhören. Dort wird viel darüber aufgeklärt und berichtet. Nur das zur Information, das zu unserer Quelle. Ja, so, das dazu. Liebe Margit, du sagst mir jetzt gleich nochmal deine Homepage, damit die Leute nachher auch erstmal auch mal vielleicht auf deine Homepage gehen und vielleicht auch dazu Fragen haben. Und vielleicht magst du mal kurz nochmal kurz erklären oder sagen, wer du bist, weil einige Menschen kennen dich, aber einige auch nicht, dass sie sich so ein grobes Bild machen. Ja?
Ja, du bist gleich steil eingestiegen mit den Smart Mietern. Das ist dann noch ein eigenes Thema. Ja, meine Homepage ist www.journeysintojoy.com, also Reisen in die Freude auf Englisch, journeysintojoy.com. Ich freue mich natürlich, wenn ihr da hineinschaut. Wer ich bin? Ich bin nach der Matura, habe ich Theaterwissenschaft und Romanistik studiert, habe aber gemerkt, dass das Studium nicht ganz so meines ist. Ich habe es zwar brav fertig gemacht, aber grundsätzlich bin ich danach mal Tänzerin und Choreografin geworden. Das heißt, der Zugang über den Körper war mir einfach ein ganz, ganz wesentlicher. Der Zugang über den Körper hat mich eigentlich zur Spiritualität gebracht, weil wir über den Körper wirklich all das lernen, was wir eigentlich auch in der Spiritualität lernen und uns der Körper diese Spiritualität direkt erfahrbar macht. Und das war für mich dann einfach ein ganz, ganz natürlicher Zugang. Und nachdem das Tanzen dann irgendwann einmal nicht mehr gepasst hat in mein Leben, ist Shiatsu in mein Leben gekommen. Ich habe dann begonnen mit Shiatsu, war 7 Jahre lang Shiatsu-Practitioner, habe dann gemerkt, dass die Leute sofort alle zu heulen anfangen, wenn sie bei mir auf der Matte liegen und die Berührung, einfach eine Berührung stattfindet, und habe begonnen, Fragen zu stellen, was denn da im Innern der Menschen vorgeht. Aus dem ist dann wiederum Core Essence entstanden. Das ist eine eigene Technik, die ich entwickelt habe, wo es darum geht, dass jedes Problem, jede Herausforderung hat einen Ursprung. Und mit ganz einfachen Fragen kommen wir direkt zum Ursprung und können Herausforderungen, Traumen, Probleme direkt am Ursprung erlösen. Ich bin der Ansicht, dass man sie hauptsächlich nur dort erlösen kann, wo sie entstanden sind. Das ist meistens im Emotionalkörper. Und das ist meistens, dass wir sie eigentlich nur dort erreichen, wirklich, wo sie entstanden sind, an der Urquelle. Ja. Aus dem ist dann wiederum, weil ich habe dann einfach sehr viel begonnen mit Menschen eben auf der emotional, psychischen, spirituellen Ebene zu arbeiten. Aus dem sind meine Seminare entstanden, aus den Seminaren sind die Retreats entstanden. Dann war ich eben sehr viel in Hawaii und habe dann noch 7 Jahre in Hawaii gelebt, fast fulltime, und habe mittlerweile 21 Jahre, habe ich das Privileg, mit freilebenden Delfinen zu schwimmen. Und die Delfine haben mich dann auch darum gebeten, dass ich Leute bringe, um das Menschen erlebbar zu machen und nahe zu bringen, wie es ist, mit ihnen zu sein. Weil Delfine sind unsere Brüder und Schwestern, unsere Familie im Ozean. Und sie haben eigentlich um diese Rückverbindung gebeten zwischen Mensch und Delfin. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Verbindung, die letztendlich tausende Jahre alt ist und die auch mitunter in Vergessenheit geraten ist und jetzt wieder ganz eigentlich boomt. Der Boom ist jetzt auch nicht so ganz mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein ziemlicher Hype geworden. Der ist wiederum auch etwas kritisch zu betrachten. Aber aus diesen, dann habe ich einfach begonnen, Retreats in Hawaii zu leiten. Schwimmen mit freilebenden Delfinen, das tue ich heute noch. Mein nächstes Retreat ist jetzt im Ostern, zu Ostern 2018. Und biete das seit vielen, vielen Jahren an. Und aus dem sind dann andere Reisen entstanden. Und aus dem Sein mit den Delfinen ist die Musik entstanden. Also ich singe auch mit Leuten. Also das war einfach so ein Entwicklungsweg, wo eines das andere ergeben hat. Das ist im Grunde genommen das, was ich tue. Und letztendlich würde ich alles auf einen Nenner bringen. Und das Ganze heißt Herzensarbeit, wobei Arbeit natürlich unter Gänsefüßchen. Aber wirklich der Zugang zum eigenen Herzen und die Menschen wirklich zurückzuführen ins eigene Herz, weil dort liegt einfach alles, alles, was wichtig ist, nämlich unsere eigene Wahrheit. Und einfach das Herz ist die Quelle der Wahrheit, die Quelle unseres wahren Seins. Und darum geht es mir, dass wir die Menschen direkt zurückführen ins Herz. Was denkst du, warum ist es so schwierig, dass die Menschen diese Art Herzkommunikation entweder ignorieren oder nicht wahrnehmen oder... Was glaubst du, was kann eine Ursache davon sein? Ich meine, ich könnte jetzt viel erzählen dazu, wenn ich in die Gesellschaft schaue, aber vielleicht hast du da so ein paar Worte zu. Ja, da habe ich viele Ideen dazu, du sicherlich auch, und da werden wir wahrscheinlich einige Ideen haben, die konform gehen. Aber ich denke, das Herzenswissen, mit dem jedes Kind auf die Welt kommt und ganz natürlich damit verbunden ist, das wird uns ja relativ früh aberzogen.
Also so fängt schon einmal an. Die Delfine sagen zum Beispiel dazu, seht, ihr verlernt euren Kindern zu spielen. Wir lernen unseren Kindern zu spielen. Im Spiel, ja, und in der Freude. Warum Spiel? Warum ist das Spiel so wichtig? Weil das Spiel direkt mit der Freude verbunden ist. Das heißt, das ist ein freudvolles Lernen, wo Lernen keine Pflicht ist, keine Qual ist, wo wir nicht etwas lernen müssen, was uns gar nicht liegt oder wir kein Interesse haben, sondern wo wir durch Spiel oder durch spielerische und durch die Freude wirklich das lernen, was unserem Wesen entspricht. Das ist bei dem einen Mathematik, bei dem anderen Musik, bei dem dritten ist es der Körper, was auch immer das ist. Dann geht es natürlich weiter, ja, im Schulsystem, wo wir ja auch nicht gerade gefördert werden, unserem Herzen zu folgen. Dann kommt natürlich die Erziehung der Eltern dazu. Da sind manche privilegiert, wo sie gefördert werden, andere nicht. Studium, Lehre etc. Und ich glaube, in unserer gesamten westlichen Erziehung und Gesellschaft wird uns das eigentlich ziemlich aberzogen. Mittlerweile hat es ja System, ja, dass ja auch, ich glaube auch, dass der Informationsüberfluss, den wir in Zeiten der Nonstop-Handys und Wi-Fi Verfügbarkeit, dass uns der letztendlich auch nicht gut tut, weil wir eigentlich ständig im Außen sind. Unglaublich viel Zeit im Außen verbringen über Facebook, Instagram, die ganzen Social Media, whatever. Und immer weniger Zeit auch finden, nach innen zu gehen, still zu werden, unserem eigenen Herzen zu lauschen. Und das ist für mich einfach das Allerwichtigste, dass ich, und es ist für mich selber auch eine Quelle der Verankerung, ja, wo einander treffen und bei meinen Abenden einfach still werden, einfach gemeinsam Lieder singen, gemeinsam lachen. Auch die gemeinsame Freude, das gemeinsame Lachen, der Humor führt uns direkt in unser Herz. Und allein dadurch kann unglaublich viel Heilung entstehen. Ja? Also für mich ist es immer ein gutes Gleichgewicht aus still zu werden, nach innen zu gehen und gleichzeitig im Außen sozusagen die Gemeinschaft an Gleichgesinnten zu finden, mit denen wir uns austauschen können, mit denen wir Spaß haben können, wo wir uns aufgefangen fühlen und aufgefangen werden und wiederum auffangen, weil das ja auch ein gutes Gefühl ist, auch wenn wir für andere da sein können. Und diese Verbindung, Rückverbindung einfach finden zum eigenen Herzen, zum eigenen Körper und zur göttlichen Quelle. Also ich höre daraus, dass wir auf jeden Fall zu sehr im Außen letztendlich leben. Ich meine, das Außen, wir stehen auf morgens und leben im Außen, sind aber abgelenkt. Wir werden auf Deutsch gesagt irgendwo manipuliert. Manipulation besteht überall. Aber eine Natürlichkeit zum Schulsystem heißt ja natürliches, gesundes Lernen mit Freude. Und heute dürfen wir auswendig lernen. Und wir haben immer mehr Schulverweigerer auf dem Gebiet und unzufriedene Kinder, unzufriedene Eltern, Abhängigkeit geschaffen vom System des Geldes vor allem. So sehe ich das, wenn ich in die Welt hineinschaue. Wir verlieren eigentlich ein ganz großes Stück Natürlichkeit, Menschsein. Und das Außen ist zwar wichtig, aber wie gestalten wir das Außen? Und das sehen wir ja jeden Tag. Ganz egal, wo man jetzt hinschaut, die Zeitung in die Hand nimmt oder sonstiges. Man sieht ja auch Japan, da werden wir heute auch noch drauf hinkommen, auch die Delfine, weil wir heute in der Delfinsendung sind, die da brutal abgeschlachtet werden, nur weil wir Menschen sie verspeisen wollen. Und das ist eigentlich auf Deutsch gesagt pervers, auch in unseren Tieren, wie wir mit den Tieren gänzlich umgehen. Das ist jetzt negativ, wir gehen heute auch noch ins Positive sicher rein, aber es sind auch Punkte, die angesprochen werden sollten und auch müssen, damit wir auch da mal diesen Verstand der Menschen erreichen. Was tun wir hier eigentlich? Wir lieben unsere Kinder, wir lieben eigentlich unsere Freunde, wir wollen nicht alleine sein, wir wollen, dass es uns in einer gewissen Maß auch in unsere Mitte kommen, weil wir wissen ja das Gefühl, wenn wir uns wohlfühlen. Überbeobachtet euch, wann ihr euch wohlfühlt. Fühle ich mich nur wohl mit Alkohol, mit Drogen oder fühle ich mich auch wohl, wenn ich ohne dem leben kann? Fühle ich mich wohl, wenn ich gute Informationen bekomme oder wenn ich heute in die Welt schaue? Ehrlich gesagt, schaut ihr gerne Nachrichten, das, was ihr seht? Ich nicht. Und ich möchte die Energie das geben, was mir gut tut. Und das sollten wir alle tun. Das ist nicht verantwortungslos wegschauen. Wir schauen ja hin, deswegen reden wir ja heute Abend hier. Und wir sind genauso unterwegs und sehen die Realität. Und das solltet ihr da draußen auch tun.
Es sind schlimme Zeiten einerseits. Wir haben es ja gesagt, Smart Meters, die Tiere, die Nahrungsmittel, sollten Lebensbausteine sein, sollten Lebensmittel heißen, ne? Und Impfzwang, es sind viele Themen. Das betrifft uns allen Menschen. Und die Delfine sind unsere Freunde, sind hochintelligente Wesen. Die haben einen Schutz verdient, wie die Fische, die wir über die Meere ausfischen, die Wale, die immer mehr sterben, am Strand sind, aufgrund von vermutlich elektromagnetischen Feldern, Radar und was auch immer, Echolode, keine Ahnung. Da gibt es die Fachleute, die das schon bestätigen. Ja, zum Thema Japan magst du was sagen, weil wir wollen ja irgendwann auch nochmal in eine andere Richtung gehen, aber das kommt Japan nämlich schon an, ne? Und wir sind ja schon in einer momentan nicht so schönen Energie drin, aber das ist die Klarheit, die Wahrheit und die schmerzt oft, aber die dürfen wir wissen. Ja, also ich möchte, wir werden das auf alle Fälle auch in die positive Richtung, damit wir uns alle gut fühlen, das ist ganz, ganz wichtig, ja, weil es geht ja einfach auch um die Heilung des Herzens. Was viele Leute nicht wissen, ich glaube, ich meine, das mit Japan ist mittlerweile in fast aller Munde, dass in Taichi die Delfine in eine Bucht getrieben werden und dort abgeschlachtet werden, aufs Brutalste, nicht unbedingt, weil die Delfine gegessen werden, sondern einfach, das Grundthema ist, Delfine fressen Fische. Und Japan als eine der größten Fischnationen ist der Meinung, dass eben der Ozean zum Ausbeuten da ist und daher die Delfine keine Fische fressen sollten. Es ist natürlich auch die Sache, dass Delfine ganz, ganz hochschwingende Wesen sind. Sie schwingen auf 33 Hertz, Hertz der Schumann-Frequenz, das ist an und für sich Christusbewusstsein, 33 Hertz. Ja, während der Mensch ja auf 8 Hertz schwingt, mittlerweile sicher etwas höher, ja, weil wir ja mit der Erdfrequenzerhöhung ebenfalls in die Erhöhung gehen. Aber trotzdem, da sieht man schon allein von der Herzfrequenz, dass der Delfin viel höher schwingt und dass wir daher meiner Ansicht nach vom Delfin unglaublich viel lernen können, weil er in einer ganz anderen Bewusstseinsebene ist. Und also auch wenn ich mit Delfinen bin und auch die Menschen, die ich mitnehme zu den Delfinen, das ist sofort spürbar, dass wir da eine ganz andere Bewusstseinsebene gehen und dass diese Bewusstseinsebene unglaublich berührt und uns wirklich nach Hause bringt. Aber um die Kurve zu kratzen zu Japan eben, ganz wichtig, Rico Berry, dolphinproject.org, wer sich damit auseinandersetzen will, der braucht dringend Unterstützung, dass dieses Leid gestoppt wird. Aber es ist ja nicht nur in Japan so, Military Zone, wenn Wale und Delfine stranden, dann gibt es einen einzigen Grund, warum sie das tun, dann wurde dort meistens Military Sonar in den Ozean geleitet, genau, was für die Delfine und die Wale und natürlich für die Meere, die Korallen, die Fische einfach verheerend ist. Ganz besonders für die Meeressäuger, weil sie ganz, ganz ein empfindliches Gehör haben. Was passiert ist, sie bluten aus den Augen, sie bluten aus den Ohren, sie haben Gewebeschäden, sie verlieren die Orientierung. Das ist so laut, als wenn wir hier sitzen und neben uns startet ein Space Shuttle 5 Meter entfernt von uns. Das heißt, es platzt ihnen natürlich das Trommelfell und sie, auch wenn man dann sieht, dass die Tiere zurückgebracht werden in den Ozean, da gibt es so wunderbare Videos auf Facebook, wo dann die Leute, wo die Wale in Mexiko stranden und die Leute bringen sie wieder zurück ins Meer und freuen sich total. Und für mich ist das dann immer noch die Frage, überleben sie die? Wahrscheinlich, ich möchte nicht negativ sein, aber wahrscheinlich eher nicht, weil das bereits wissenschaftlich auch getestet wurde. Diese Tiere wurden untersucht. Sie haben unglaubliche Gewebeschäden an den Organen. Der Orientierungssinn ist oft zerstört. Ja. Das sind einfach Themen, das ist ganz wichtig. Ich halte es für ganz, ganz essentiell, dass wir Wale und Delfine schützen. Nicht nur, weil sie vor Aussterben bedroht sind, also zur Artenvielfalt und zum Erhalt der Artenvielfalt, sondern auch, weil sie Hüter des Paradieses auf Erden sind. Die Delfine wissen und sagen das auch in Botschaften ganz klar, wir sind Hüter des Paradieses auf Erden. Es ist uns ganz wichtig, den Himmel auf die Erde zu bringen. Es ist uns ganz, 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 ganz wichtig, dass die Menschen sich daran erinnern, an den Himmel auf Erden, an das Paradies auf Erden. Das ist unsere Aufgabe. Wir hüten und wir verankern diese Energie. Und wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass sich die Menschen daran erinnern, dass die Erde das Paradies ist.
und dass wir dieses Paradies auf Erden verankern können. Und das ist die Aufgabe der Delfine. Was sie mir auch gesagt haben, ist, einerseits ist es eben auch deshalb so wichtig, weil wir dadurch eben das Paradies auf Erden verankern und hüten und schauen, dass das einfach etabliert werden kann hier auf Erden, weil ich glaube ja, dass die Erde an und für sich der Garten Eden ist. Mit der ganzen Vielfalt, die wir hier haben. Also es ist einfach ein wunderschöner Planet und der ist zu schützen. Aber sie haben auch gesagt, für jeden von uns, der gewaltsam nach Hause gebracht wird, nämlich getötet wird, kann die dunkle Seite diesen lichtvollen Platz übernehmen. Das halte ich für schwer gefährlich. Das heißt, ich glaube, es ist auf mehreren Ebenen wirklich ganz wichtig, dass wir die Delfine und die Wale schützen. Und wir sind ganz, ganz eng mit ihnen verbunden. Sie haben ja auch gesagt, wenn die Wissenschaft sich darum kümmern würde, würde sie erkennen, dass Delfine und Menschen in ihrer Struktur ganz ähnlich sind, nämlich auch biologisch ganz ähnlich gebaut sind. Ich habe dann vor einiger Zeit ein Video entdeckt, wo Wissenschaftler wirklich draufgekommen sind, wo sie gesagt haben, es sieht so aus, als würde der Mensch eigentlich nicht vom Affen abstammen, sondern vom Delfin. Also das stimmt doch wirklich. Und der Delfin ist vor allem verbunden mit unserem Herzen und daher mit unserem inneren Kind. Also unser inneres Kind ist an und für sich die Energie eines Delfins oder umgekehrt, ja. Also diese unglaubliche, unbändige Neugier und Freude und dieses Wissen, das noch verankert ist im Herzen. Einfach was stimmt und wie Paradies auf Erden geht. Und ich glaube, jedes Kind, das auf diese Welt geboren wird, weiß, wie Paradies auf Erden geht und strebt danach, dieses Paradies auf Erden zu verwirklichen. Und die Erziehung ist halt oft diejenige, dass uns genau das verlernt wird. Und das ist die wunderbare Erinnerung, die uns die Delfine schenken. Und ich merke das auch, wenn ich mit Leuten hinausschwimme zu Delfinen und sie erleben die Delfine zum ersten Mal oder auch zum wiederholten Mal, dass unglaublich viele Menschen zu weinen beginnen und nachher sagen, das war so unglaublich berührend, weil es wie ein Geschenk war oder wie ein Nachhausekommen. Also es berührt uns so tief und wir haben das Gefühl, ich bin endlich nach Hause gekommen. Und nach Hause kommen heißt in diesem Sinne oder in diesem Zusammenhang dieses vollkommene Angenommensein. Geliebt zu sein, wertgeschätzt zu sein, gesehen zu sein und gehört zu werden und wirklich ganz und gar angenommen zu sein, in dem, wer wir gerade sind. Und das ist dann ganz egal, ob wir gerade traurig sind, in Trauer kommen, mit Problemen kommen, in Angst kommen, in Freude kommen, in Überschwang kommen. Dem Delfin ist das ganz egal. Der Delfin sieht unsere Essenz, er sieht das wahre Wesen, er sieht, wer wir wirklich sind und liebt uns in dem, wer wir wirklich sind. Und das ist einfach wunderschön und wahnsinnig berührend. Wenn ich nochmal auf das Thema Japan trotzdem zurückkommen möchte, da werden ja die Delfine brutalerweise geschlachtet, so darf ich mal sagen. Und es werden auch die ein oder anderen Delfine vielleicht auch fliehen und kriegen das ja auch mit, was da passiert. Glaubst du, dass die Delfine auch diese Botschaft weitergeben, auch diesen Unterschied für sich erkennen, ein guter Mensch, ein schlechter Mensch? Und das ist einmal eine Frage. Und später noch zur Nahrungskette würde ich auch noch was fragen wollen, aber das machen wir nachher im Anschluss. Magst du was dazu sagen? Es ist ja so, wenn wir in Gefahr kommen, werden wir ja geprägt auch als Mensch. Und der eine sieht die Gefahr und kommt noch gerade weg und warnt die anderen Menschen. Ne? Darum geht's. Und wir sind ja hochintelligente Wesen. Die wissen ja, dass Japan ja auch ein Gebiet ist, wo das hier regelmäßig passiert. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt habe ich sie verstanden. Sorry, ich bin etwas auf der Leitung gestanden. Was in Japan passiert ist, und das zeigt uns auch, wer die Delfine wirklich sind. Also, weil du gesagt hast, einige kommen ja sicher davon. Also alle die gefangen werden in der Schule, die Bucht wird ja abgesperrt mit einem Netz. Und mich fragen die Leute immer wieder, wie gibt's das, dass die nicht abhauen? Die können ja einfach über dieses Netz drüber springen. Und das ist für einen Delfin ein leichtes abzuhauen. Das wissen natürlich die Japaner dort, die Delfinjagd, die Treibjagd machen auch. Und die Methode ist ganz einfach. Man nimmt sich einen Delfin aus der Schule, meistens ein Jungtier, bindet dieses Jungtier an. Und die gesamte Schule verlässt dieses Jungtier nicht.
Ja, die hätten alle die Chance abzuhauen. Also eine Delfinschule ist meistens so ungefähr 30 bis 36 Delfine. Wenn ein Tier angebunden ist, dann finden 35 mit diesem Tier den Tod und lassen dieses eine Tier nicht im Stich, obwohl diese 35 abhauen könnten. Sie tun es nicht, weil sie einfach diesen Gemeinschaftssinn und diesen sozialen Sinn so stark haben, dass sie sagen, wir bleiben bei diesem Wesen in Not. Das ist einfach unglaublich. Bei uns würden alle abhauen. Ja. Und aber dennoch wissen sie all das und tragen es hinaus. Also für mich war der Beweis, das war ganz am Anfang, wie ich mit den Delfinen geschwommen bin, da war ich in Florida. Und das waren eine meiner ersten Begegnungen auch mit den Delfinen. Wir sind mit dem Captain hinausgefahren und ich war mit einer Freundin unterwegs auf dem Boot. Und wir haben uns immer eingestimmt, was die Delfine uns zu sagen haben. Und ich habe damals noch nichts gewusst, was in Japan passiert. Und ich habe plötzlich von den Delfinen, die bei uns ums Boot waren, die ganz, ganz klare Botschaft bekommen: Wir bitten dich, setz dich nieder mit deiner Freundin und bete für die Delfine im asiatischen Raum, vor allem in Japan. Ich habe keine Ahnung gehabt, was dort passiert in Japan. Ich habe überhaupt diese Botschaft ganz und gar nicht verstanden und habe sie mal, ja, typisch Mensch, ignoriert. Worauf ich diese Botschaft ganz klar von den Delfinen noch einmal bekommen habe und wirklich ganz klar noch einmal: Setz dich hin, bete für unsere Brüder und Schwestern im asiatischen Raum, vor allem in Japan. Das habe ich dann meiner Freundin gesagt und dann habe ich die Botschaft ein drittes Mal bekommen, dann habe ich es kapiert und wir haben uns hingesetzt und haben gebetet. Keine Ahnung, warum wir jetzt für Delfine in Japan beten sollen. Und dann sind wir mit dem Boot zurückgefahren und ich bin in ein Internetcafé, da hat es noch kein Wi-Fi gegeben und habe nachgeschaut, habe mir meine E-Mails angeschaut und habe das erste Mal ein E-Mail in meinem E-Mail-Account gehabt über die Situation in Japan und habe verstanden, warum mir die Delfine in Florida, ja, um auf deine Frage auch zurückzukommen, diese Botschaft gebracht haben, ja, weil die Delfine in Florida haben das gespürt und haben es absolut gewusst, was mit ihren Geschwistern, mit ihrer Familie in Japan passiert, haben mir die Botschaft gegeben, ich möge bitte für die Delfine in Japan beten. Also der Delfin ist mit allem verbunden. Ich behaupte, dass der Delfin absolut alles weiß, was auf Erden passiert. Sie sind ja auch verbunden, man sagt, sie sind mit dem Magnetfeld um die Erde, mit dem Magnetgitter, und sie sind dafür verantwortlich, das Magnetgitter in Balance zu halten. Das heißt, wenn sie mit dem Magnetgitter verbunden sind, dann kriegen sie auf magnetischer Ebene auch alles mit, was auf Erden passiert. Und das war für mich ein Beweis dafür, ja, und da gibt's ganz, ganz viele, ich habe viele solche Geschichten, wo ganz klar ist, der Delfin weiß einfach alles. Ja. Wir haben ja jetzt zumindest Informationen zum Polsprung und da wird ja auch dieses Magnetfeld ganz anders, wenn es wird ja auch Konsequenzen vermutlich auch für die Delfine haben. Hast du da auch schon eine Information oder hast du dich noch gar nicht damit beschäftigt? Gut, dann lassen wir das einfach mal stehen. Ich habe ja gerade noch anfangs gesagt, die Nahrungskette, ich weiß nicht, wie weit du dich auskennst. Wir hatten mal eine Sendung hier auf Okitalk und da ging es darum, die Wale. Denn die Wale werden, ich weiß nicht, wie alt wir werden, 100 Jahre, ich kann es nicht genau sagen. Und wenn sie sterben, dann gehen sie oft bis 5000, 8000 Meter Tiefe und sind Nahrung für Nachkommende. Und wir haben ein Walsterben mittlerweile und ja, und die meisten Wale gehen ja jetzt auch, wie wir heute schon gesagt haben, am Strände kommen sie an aufgrund dieser Versuche. Das heißt, der natürliche Kreislauf wird total gestört. Und es ist die Lebensgrundlage auch im Meer, um damit unten auf diesen Tiefen auch gewisse, ja, Spezien, Tiere, Fische und was auch immer sich ernähren. Und praktisch ist der Ursprung ja auch des Lebens im Meer. Hast du da auch Informationen zufällig dazu? Information zu was genau? Zu, ja, ich meine natürlich, aber ich denke, das ist auf jeder Ebene, wenn du einen Teil quasi wegnimmst, ja, dass das eine Konsequenz hat auf das gesamte System. Es gibt auch ein ganz, ganz wunderbares Video auf YouTube. Ich weiß leider den Namen nicht, wen es interessiert. Ich kann es gerne suchen, kann das dann gerne zuschicken, wenn man mir ein E-Mail schreibt, wo sie festgestellt haben, dass die Wale so essentiell sind für den Sauerstoff im Ozean. Weil durch ihre Fäkalien
die wieder irgendwelche andere Wesen anzieht, dass das einfach den Sauerstoff, den Ozean sauerstoffreich hält und dass sie festgestellt haben, wenn die Wale aussterben, dass das ganz genau, dass die Sauerstoffkette des Ozeans vollkommen zusammenbricht, ja, allein weil die Wale sterben. Das war für mich auch faszinierend, das habe ich nicht gewusst, ja. Ja, ich kann es jetzt gar nicht so wiedergeben wie das im Video, weil das haben sie wirklich wissenschaftlich festgestellt. Das ist faszinierend, ja, und auf der anderen Seite unglaublich, ja, genau, faszinierend, auf der anderen Seite unglaublich traurig und dramatisch, weil wenn wir ein Element wegnehmen, dann geht das gesamte System in Ungleichgewicht und darum ist es so wichtig und ich glaube sowieso, das ist auch das, was mir in meiner Arbeit am allerwichtigsten ist, es geht letztendlich auf Erden immer um die Balance. Es geht darum, Balance zu halten. Balance zu halten zwischen ich schaue mir meinen Schatten an, ich gehe in die Freude, zwischen ich gehe in die Stille und ich gehe nach außen, ja, zwischen Passivität und Aktivität, zwischen ja den Elementen etc. etc. ja, und genauso ist es natürlich wichtig, dass die Balance gehalten wird im Ozean, auf Erden, in der Nahrungskette, im Wald, ja, wir brauchen all diese Elemente und ich glaube auch, dass es ganz gefährlich ist, jetzt auch Thema Geoengineering irgendwo einzugreifen, das ist höchst gefährlich, ja. Ja, weil ich denke, die Natur hat sich so entwickelt, Gott oder das Leben hat sich ja etwas dabei gedacht. Und da einzugreifen ist hoch brisant. Ja, das ist richtig. Man hat eine Chemosynthese, so heißt das. Bitte korrigieren. Es gibt die Sendung im OGTOC-Archiv auch zu diesem Thema mit dem Sauerstoff. Und das bedeutet, laut dieser These kann unten in den Meeren nicht mehr Sauerstoff hergestellt werden. Und das heißt, den Ozean wird der Sauerstoff entzogen, auch der Atmosphäre wird der. Das heißt, irgendwann sind wir auch dran. Nur das als Grundbotschaft. Ne? Man hat schon prognostiziert, und zum Glück ist das nicht eingetroffen, 2017, 18, das war vor 3-4 Jahren, wo wir die Sendung gemacht haben, da hatten wir eine Wissenschaftlerin aus Südamerika gehabt, auch mehrere Wissenschaftler. Die Sendung empfehle ich dir mal nachzuhören. Und ja, ein Thema, wo wir auch hinschauen dürfen. Und die Balance, wenn ich auf die Erde schaue, dürfen wir Menschen auch eine Balance erstmal lernen, weil wir sind ja hier auf Erden, auch unter Wasser und auf Wasser, die Übeltäter letztendlich. Und es ist dann die Frage der Zeit, wann die Balance auch bei uns Menschen kippt, denke ich. Oder hast du? Ist schon gekippt, sagst du. Ja, bitte. Ja, leider. Aber was ich auch noch sagen möchte, eben zur Balance halten, jetzt auch was das Delfin- und Walsterben betrifft, ja, was natürlich auch die Ozeane in Balance hält, sind ihre Gesänge. Die sind ganz essentiell für den Ozean, ja. Der Wal zum Beispiel, das wissen ja viele Leute nicht, ja. Der Wal, wenn er singt, wir nennen sie auch in Hawaii dann, weil die hört man kilometerweit, wenn ein Wal singt, wir nennen es dann a singer whale, die gehen mit ihrer Schnauze sozusagen nach unten und besingen den Erdmittelpunkt. Also nicht hinaus in den Ozean oder nach oben, sondern hinunter zum Erdmittelpunkt. Also sie besingen die Erde. Und die Walgesänge kann man wirklich über meilenweit oder kilometerweit hören. Auch wenn sie noch kilometerweit weg sind, ist es oft so, dass wirklich die Knochen vibrieren, weil der Wal im Ozean sinkt. Das tut etwas mit dem Wasser. Seit Masaru Emoto und den Botschaften des Wassers wissen wir das. Dasselbe natürlich mit den Delfingesängen. Wir hören die Delfine lange, bevor wir sie sehen, wenn sie wach sind und wenn sie verspielt sind. Und das beschallt natürlich den gesamten Ozean und hält ganz bestimmt auch den Ozean im Gleichgewicht. Ich kann mir nichts Schrecklicheres vorstellen als einen ganz stillen Ozean. Ja, was auch wunderschön ist, lebendige Korallen. Wenn man da, wenn man hinhört, das kracht, also das ist wie eine Symphonie, eine krachende Symphonie im Ozean, wenn man die Schnorchelmaske aufhat. Und die Korallen, die tot sind, geben keine Geräusche mehr von sich. Und das ist ganz schrecklich, auch in Hawaii zu sehen, muss ich sagen. Ja, und Hawaii war einer der reinsten Ozeane. Ich sehe jedes Jahr, wie die Korallen grauer werden und wie sie sterben.
Und wie der Ozean leiser wird. Und das ist wirklich tragisch mit anzusehen. Und was man auch sieht, ist diese graue Schicht, die einfach von den Chemtrails und von Geoengineering runter regnet, wo der Ozean in Hawaii vor 21 Jahren, 20 Jahren noch abgenommen, das Plastik natürlich ein extra Thema, absolut blau war. Und das jetzt einfach nicht mehr im selben Ausmaß gegeben ist. Also das heißt, ich in meiner Lebensspanne und in 20, 21 Jahren, wo ich mit den freilebenden Delfinen schwimmen kann, zuschauen. Das geht viel zu schnell. Das geht wirklich schnell. Also ich denke, wir haben da ein Problem, das wissen wir aber. Es geht jetzt wirklich darum, die Lösungen zu finden. Lösungen gibt es en masse. Natürlich gibt es da noch Kräfte, die diese nicht wollen und unterbinden. Aber ich denke, es ist auch wichtig, uns selber bei der Nase zu nehmen und dass jeder mal einzeln beginnt. Zum Beispiel, ich versuche Plastik zu vermeiden, wo es nur geht. Ich gehe in keinen Supermarkt einkaufen, weil ich dort einfach nicht weiß, was ich dort kaufen soll. Es ist alles in Plastik verpackt. Und ich gehe da rein und gehe mit leeren Händen wieder raus, weil mich nichts, da ruft mich nichts, es spricht mich nichts an. Ich kann physisch dort nicht einkaufen. Also versuche ich in Bioläden zu gehen, auf Bauernmärkte zu gehen und dort gehe ich hin mit meiner Tasche und kaufe dann eine Kohlrübe und drei Pfirsiche und zwei Zwiebeln, so viel ich brauche und nicht, dass mir alles dann im Kühlschrank verrottet und vor allem das, was ich kaufen kann, wo ich nicht den Ozean damit verschmutze, weil das Plastik, das ich verwende, landet im Ozean. Wir haben allein im Pazifischen Ozean eine Fläche von Gesamtwesteuropa, die dort herumschwimmt, ja, und das zerfällt dann in winzig kleine Teile. Mittlerweile mindestens 60 Mal so hoch der Anteil an Plastik wie Plankton, ja. Das sind Tragödien und das muss beendet werden, ja. Und da kann ich einfach erstens einmal anfangen bei mir selber. Ich bin jetzt umgezogen. Ich war geschockt. Ich habe viele, viele Umzüge hinter mir. Normalerweise hat es Umzugsdecken gegeben, einen Gurt. Man nimmt die Decke über die Möbel, schnallt den Umzugsgurt herum und transportiert so die Möbel. Es wurde jedes Möbel eingepackt in 100 Schichten Plastik. Ich war geschockt. Und dann wird das in der Wohnung wieder ausgepackt und wir haben dann einen ganzen Container voll Plastikmüll bei einem einzigen Umzug. Ich habe das dem Umzugunternehmen gesagt, ich will das nicht. Ich habe dann auch gesagt, Moment, Moment, wo sind eure Umzugsdecken? Ja, und es liegt an mir, da aufzustehen und was zu tun und was zu sagen und Plastik zu vermeiden und mir bewusst zu sein, dass jede Handlung, die ich setze, eine Konsequenz hat. Und daran erinnern uns die Delfine einfach und für mich ist es essentiell, weil ich sie wirklich von ganzem Herzen liebe und weil sie sind meine Familie, also kümmere ich mich um ihr Wohlbefinden, so wie sie sich um mein Wohlbefinden kümmern. Ja, und die Delfine kümmern sich besonders um unser Wohlbefinden. Das hat man ja schon oft gesehen, wenn Menschen erkrankt sind und da trotzdem ein Energiefluss wohl passiert, wo die Menschen auf jeden Fall einen Riesenfortschritt der Genesung machen. Das sind ja auch Auslösungen von den Delfinen. Und dann kommen einige Wissenschaftler an und können das nicht begründen. Aber man weiß schon, dass da was passiert. Hast du da auch Informationen zu diesem Beispiel? Ja, da habe ich natürlich unglaublich viel erlebt, weil ich ja Leute mitnehme nach Hawaii, um ihnen das Schwimmen mit freilebenden Delfinen zu ermöglichen. Allerdings, ich würde es niemals Heilung nennen, weil ich genau im Bezug auf die Delfine dieses Wort eigentlich als sehr übergriffig empfinde und es ja vor allem verwendet wird bei Delfinen im Delfinarium, wo ja Heilung versprochen wird. Für mich wäre es anmaßend, ein Heilsversprechen zu geben, weil wer bin ich, dass ich einem freilebenden Delfin im Ozean sag, so, ich habe jetzt da ein paar Klienten und die musst du heilen. Also das widerstrebt mir zutiefst. Das heißt, ich nenne es einfach Sein oder Schwimmen mit freilebenden Delfinen, aber das Wort Sein finde ich da wunderschön. Und da passiert natürlich unglaublich viel und es darf passieren, was passiert. Aber ich würde dem im Vorhinein niemals einen Titel geben. Es kann sein, dass Heilung passiert. Meiner Ansicht nach passiert die Heilung eben dadurch, durch dieses vollkommen angenommen Sein. Ja? Da löst sich etwas, es fällt Stress ab, es fallen Ängste ab, eben dieses Gefühl von nach Hause kommen oder dass wir in die absolute Freude gehen, dass Leute sich einen Lebenstraum erfüllen, einen Wunschtraum, den sie ein Leben lang gehabt haben. Allein das kann unglaublich zur Heilung beitragen. Ja? Und natürlich, der Delfin in seiner unglaublich hohen Frequenz überträgt natürlich auch die hohe Frequenz, ganz, ganz, ganz klar. Und dadurch kann natürlich viel passieren. Und die einen brechen in Tränen aus, die anderen brechen in Gelächter aus,
die Dritten werden ganz still, die Nächsten werden ganz laut. Ja, also es ist ganz verschieden, was passiert und das darf auch so sein und ich fördere das auch, dass ich im Vorhinein nicht sage, was passieren wird und dass wir es auch im Nachhinein nicht unbedingt zerreden oder analysieren, sondern wirklich wirken lassen. Und was wir immer machen, nachdem wir mit den Delfinen geschwommen sind, ist, dass wir uns im Kreis treffen und meditieren und das eigentlich integrieren. Ja, weil es ganz, ganz wichtig ist, weil wir oft eher im Geschehen sind wir ja sozusagen in der Aktivität und wir sind beschäftigt und erst in der Stille kommen wir drauf, was es für uns bedeutet. Ja, also diese Integration des Erlebnisses ist nachher ganz, ganz wichtig. Und da sehe ich oft, dass ganz viel Heilung passiert, weil ich dann mir wirklich die Zeit nehme, es in meinen Körper zu lassen, in mein Herz zu lassen und es wirklich zu integrieren und zu verankern. Da passiert dann auch noch einmal ganz viel. Und jetzt machen wir eine Musikpause, würde ich sagen, denn wir dürfen uns jetzt auch mal ein bisschen Zeit nehmen, abzuschalten und die Musik genießen. Du hast da 4 Songs uns heute Abend gegeben. Warte, Moment, ich mache jetzt den Player frei. So, ist er frei. So, und da haben wir... Ja. Also ich würde sagen, wir nehmen For You the Whales. Das ist ein Lied, das ich geschrieben habe oder das zu mir gekommen ist, nachdem ich das große Privileg hatte, mit Buckelwalen zu schwimmen. Was, muss ich aber dazu sagen, in Hawaii ganz streng verboten ist. Aber es ist passiert. Wir waren gerade zufällig im Ozean, als diese Wale vorbeigekommen sind. Und das war so ein wahnsinnig schönes und berührendes und unvergessliches Erlebnis. Und ich bin nach Hause gekommen und bums, der Text war da, das Lied ist durchgekommen. Ich glaube, ich habe das Lied in 5 Minuten geschrieben. Ja, das ist Musik von unserer Margit Mara Fuchs. Und ganz wichtige Musik. Und Musik, die mich total auf jeden Fall getroffen hat. Vor allem von der Anfang mit den Wahlen und der Schluss auch. Und der Inhalt von deinen Texten her, eine Botschaft, die, glaube ich, wir Menschen einfach verstehen dürfen. Wo kann man deine Musik überhaupt beziehen? Man kann das sicherlich irgendwo auch erwerben, oder? Ja, einfach über meine Webpage. Mir eine E-Mail schicken. Ich schicke es gerne zu. Würde mich total freuen. Also die Botschaft eben von diesem Lied, dass es sehr wichtig ist, dass die Wale einfach am Leben bleiben, einerseits, und andererseits, keep your song alive, you become your song. Also dass es auch wichtig ist, das Lied in unserem Herzen, wofür singe ich, wofür singt mein Herz, was ist das Lied, das ich hinaustrage in die Welt, und wenn ich das lebendig halte, dann ist die Erde lebendig, dann bin ich lebendig, dann geht's mir gut, und darum geht's einfach in dem Lied, und das ist auch das, woran uns die Wale und die Delfine eben erinnern. Keep your song alive. Du hast es gerade wieder so schön angesprochen. Die Herzenergie, wenn wir das fühlen, spüren, leben, und das verstehen viele Menschen noch nicht, weil sie irgendwie im Außen sind, und dann kommt man ja erst im Fluss. Wir Menschen haben doch oft unseren Kopf, wo wir denken, 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 und dann kommen wir ins Kreisen und ja, dann werden wir depressiv, dann kriegen wir verschiedene Erkrankungen. Den Fluss zur Mitte zu finden, ist immer im Jetzt, und jetzt können wir gut spüren. Alles andere sind die Ausflüge, Zukunft, Vergangenheit, Gebranntheit oder die Zukunft, die Ungewissheit. Und das ist wieder Angstgefühl oder gebrannte Kinder aufgrund von Erlebnissen. Und das ist wieder die Zeit, die gemacht worden ist. So sage ich das immer. Zeit heißt immer für mich, der Mensch definiert die Zeit, die Zukunft oder ist vergangen. Aber wir leben nur jetzt. Und jetzt kann ich mich entscheiden. Bin ich in meiner Mitte? Fühle ich mich wohl? Oh, geht's mir gut? Ja. Und wann kommt der Kopf und macht die Reise in die Vergangenheit und holt sie in die Gegenwart oder die Zukunft, das Ungewisse, und kriegt Ängste und holt sie auch in die Gegenwart. Ist die Frage, komme ich wieder zur Mitte? Das ist wichtig, die Botschaft. Ist vielleicht auch mal was, vielleicht schneller sein Herz zu finden, möglicherweise, wenn man im Jetzt mehr bewusst schaut. Wie sagte Michael Rose, was macht uns alt? Das Denken macht uns alt. Man braucht gar nicht viel denken, wenn man im Jetzt ist, weil der Gedanke kommt jetzt, den wir auch benötigen. Ich darf mich mit allem beschäftigen im Jetzt. Wir können es eh nur im Jetzt tun. Und was dann passiert mit dir, ne? Reflexion, Beobachtungsgabe, ich glaube, damit ist uns allen viel mehr geholfen. Oder was sagst du dazu? Ja, dem habe ich nichts zuzufügen.
Okay, super, super, super. Nee? So, die Botschaften der Delfine haben wir gehört. Du hast auch Workshops, die du anbietest. Und du hast auch bald wieder, was habe ich gehört, in Hawaii machst du, glaube ich, jetzt bald was, ne? Ja, also vor Hawaii mache ich ein Silvester-Retreat. Also wer Silvester einfach anders begehen will, nämlich nicht mit Knallern und laut, sondern in wunderschöner Natur. Wir sind da im Waldviertel, im mystischen Waldviertel in der Lichtung. Wir singen jeden Tag miteinander Lieder des Herzens. Ich halte das gemeinsame Singen für ganz essentiell. Da passiert wirklich viel Heilung, das berührt. Wir werden sofort zu einer Einheit und zu einer Familie und zu einem wunderbaren Chor. Und das führt uns, wovon du vorher gesprochen hast, sofort ins Jetzt. Also singen lässt uns direkt ankommen im Hier und Jetzt und im eigenen Körper und im eigenen Herzen. Wir meditieren, wir werden hinüber meditieren ins Jahr 2018 und danach, um da auch Gleichgewicht zu schaffen. Also wir sind nicht nur heilig, wir haben einen irrsinnigen Spaß. Also was wir zu Silvester lachen, das ist wirklich sensationell. Ich unterrichte Flow Yoga jeden Tag in der Früh und wir machen Naturrituale und begehen halt einfach Silvester wirklich bewusst und wunderschön. Und dann zu Ostern 2018 bin ich eben wieder in Hawaii, habe noch freie Plätze, also wer da mitkommen möchte mit mir. Und das Schwimmen mit den Delfinen sehe ich nicht als ein Muss beziehungsweise als eine Gegebenheit, sondern es sind eben freilebende Tiere. Wir sind nicht im Delfinarium. Für mich ist das Tüpfchen am i. Ich habe mir damals überlegt, ob ich die Retreats in Florida leite oder in Hawaii, habe mich aber dann ganz eindeutig für Hawaii entschlossen, weil es, obwohl es viel weiter ist, weil Hawaii einfach so unglaublich viel zu bieten hat. Und selbst wenn einmal die Delfine nicht da sein sollten, haben wir wundervolles Alternativprogramm ohne Ende. Das heißt, es ist wirklich eine Reise, wo wir Hawaii von der schönsten Seite kennenlernen. Wir fahren nicht auf die touristischen Plätze, sondern auf ganz heilige, wunderbare Plätze. Wir fahren zum Vulkan natürlich, auf Kraftplätze. Ich habe eine Hawaiianerin, die zu uns kommt, Hula-Tanz macht, hawaiianische Geschichte. Und das Hauptaugenmerk ist aber natürlich da, dass wir jeden Tag, wenn es möglich ist, mit den Delfinen zusammen sind. Und wenn das der Fall ist, dann hat das höchste Priorität. Wenn sie mal nicht da sind, soll uns nichts Schlimmeres passieren, als in Hawaii das Leben zu genießen. Und Hawaii ist ja meiner Ansicht nach auch dasselbe, was die Delfine tun. Hawaii verankert ebenso das Paradies auf Erden. Also ich halte die hawaiianische Inselkette für eine ganz, ganz wichtige auf dieser Welt. Und die Kultur des Alohas. Nämlich die Kultur der Liebe und der Gastfreundschaft und des Willkommenseins und die Kultur des Herzens. Da können wir unglaublich viel lernen von den Hawaiianern, wirklich auch. Das, was mir sehr wichtig geworden ist, was man nennt im Hawaii Ohana. Ohana ist die Gemeinschaft, beziehungsweise eigentlich die Familie, aber nicht nur die Familie des Blutes, sondern die Familie des Geistes und des Herzens. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir uns an dieses Ohana-Bewusstsein wieder erinnern, nämlich dieser Zusammenschluss aus Gleichgesinnten, wo wir erkennen, ja, wir sind vom selben Schlag, wir gehören zu einer Familie, zu einer Seelenfamilie, zu einer Herzensfamilie. Und in Hawaii ist Ohana ein unglaublich wichtiges Wort, weil wer zu Ohana gehört, der gehört eigentlich, der gehört zum Stamm, dem wird geholfen, der wird aufgenommen. Ja, das ist wirklich eine echte Verbindung, die da stattfindet. Und was ich aus dem auch gelernt habe und was ich jetzt gegründet habe, auch wen es da interessiert, weil ich finde das einfach eine wunderbare Geschichte, die funktioniert. Ich habe ein Netzwerk gegründet, das ich nenne Ohana Support Network. Und da geht es darum, dass wir uns zusammenschließen. Es sind eigentlich alles Gleichgesinnte, aber wenn einer von uns in der Krise ist, dann fängt dieses Netzwerk diese Person auf. Es ist sozusagen wie eine Privatversicherung. Und zwar wird diese Person dann bedingungslos aufgefangen. Wir hören voneinander nur, wenn wirklich eine Krise ist. Wenn wir nichts voneinander hören, dann heißt das, uns geht's gut, wunderbar. Und das
Es sind mittlerweile 25 Leute in diesem Netzwerk. Das Netzwerk darf wachsen. Wir haben bereits einen Notfall gehabt. Es hat wunderbar funktioniert, weil das Schöne ist, auch wenn ein Notfall ist, oft ist ja dann der Partner, die Schwester, wer sich halt darum kümmert, einfach überfordert. Vor allem, wenn der Notfall länger dauert, wie, weiß ich, eine längere Krankheit oder irgend sowas. Und wenn da 25 Leute sind, dann ist niemand überfordert. Und dann sind wir einfach füreinander da. Und das habe ich vor einem Jahr gegründet und es wächst und wächst. Und das gehört für mich einfach zu diesem Ohana-Bewusstsein dazu. Also das ist eins der Dinge, die ich mitgebracht habe, die ich ganz essentiell finde und die ich auch in meine Arbeit immer integriere. In jedem Seminar ist mir Ohana-Bewusstsein ganz wichtig. Es darf jeder so sein, wie er ist. Ich unterstütze Individualität. Darum bin ich jetzt, ich sage es auch ganz ehrlich, kein besonders großer Freund der EU. Ich glaube, wir sind alle verschieden. Das ist das Wunderbare in Europa. Ich liebe die Verschiedenartigkeit der verschiedenen Länder. Und ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, Individualität zu unterstützen und in der Individualität den Gleichklang zu finden. Und genau weil wir anders sind und anders sein dürfen, können wir miteinander in Einheit leben. Aber die Einheit entsteht aus der Individualität und niemals aus der Vereinheitlichung. Und das ist ein großer, großer Unterschied. Und das ist für mich in jeden meinen Abenden, jeden meinen Seminaren ganz wichtig, dieses Ohana-Bewusstsein, das da bedeutet, du darfst so sein, wie du bist. Und du bist willkommen. Und du gehörst zur Familie und zur Ohana, genau weil du so bist, wie du bist. Und nicht, weil du konform gehen musst mit irgendetwas, was irgendjemand vorgibt. Hast du schon gesagt. Und da schließe ich mich auch an. Ich mache nochmal die Reise Richtung Hawaii, denn es geht ja auch um deinen Shop, Workshop, deine Aktivitäten. Es kostet ja auch schließlich Geld, sowas, ne, dass die Leute sich ungefähr mal ausmalen können. Was würde das so kosten? Ist man da im Hotel oder was erwartet uns da? Wie läuft das ab? Und darf man auch dort auch richtig mit den Delfinen schwimmen? Auch das ist für mich die Frage. Und ja, dass man einfach mal so einen Eindruck kommt, das ist ja eigentlich auch ein Urlaub, wenn man sowas macht, ne, und trotzdem noch in Verbindung, boah, das ist was Delfine, ne, und wie sieht das ungefähr aus? Ja, danke für die Frage. Es ist Urlaub. Ganz wichtig, mir ist das ganz, ganz wichtig, weil die Menschen brauchen Urlaub. Wenn man aus dem Westen kommt, die meisten Leute brauchen Urlaub. Den gönne ich ihnen, den dürfen sie haben. Ja, das ist mir ganz wichtig. Das heißt, wir lassen die Seele baumeln und lassen es uns richtig gut gehen. Ich bin eine Vertreterin dessen, dass jeder meiner Klienten und Klientinnen ist König und Königin. Das heißt, wir wohnen super schön. Ich bin eine Vertreterin der Ästhetik. Ich liebe alles, was schön ist. Es darf auch ein bisschen luxuriös sein. Kosten tut mein Teil 1945 für 11 Tage. Da ist inkludiert das Retreat Center. Das heißt, wir wohnen mit Meeresblick in einem wunderschönen Haus, wirklich ganz mit der Natur verbunden, weil die Räume, es ist alles ziemlich offen. In Hawaii braucht man keine Fenster und keine Türen. Es sind einfach ein Fliegengitter reicht. Ja, das heißt, wir wachen eigentlich wir gehen mit den Sternen zu Bett und wachen mit dem Sonnenaufgang auf. Wir gehen jeden Tag in der Früh zum Strand und schauen, ob die Delfine da sind. Ich habe kleine Spione, dass wir wissen, wo sie sind. Was mir ganz wichtig ist, dass wir in Kleingruppen gehen. Bei sehr vielen Retreats gehen die Leute wirklich in Gruppen bis zu 20 Leuten und dann gehen 20 Leute da hinaus. Ich finde das verheerend. Manchmal sind 11 Delfine da und 50 Leute. Das ist mit meinem ethischen Bewusstsein einfach nicht vereinbar. Das heißt, ich teile die Leute auf und in Vierergruppen. Und jede Vierergruppe hat einen eigenen Swimguide für die gesamte Zeit. Das sind Leute, die dort leben und täglich mit den Delfinen schwimmen, wenn sie da sind, aber den Ozean wirklich in- und auswendig kennen, die Buchten in- und auswendig kennen, genau wissen, wie man mit Delfinen schwimmt. Also mir ist es ganz wichtig, erste Priorität, dass die Leute sicher sind. Weil das ist der Pazifische Ozean und nicht das Mittelmeer. Das ist einfach ein Unterschied. Also Sicherheit geht vor. Kleingruppen sind mir ganz, ganz wichtig. Und dass wir eben die Delfine respektieren und es keine Massentourismusveranstaltung wird. Danach haben wir die Möglichkeit, das zu integrieren. Sharing Circle, wo wir davon reden, wie es uns wirklich geht, wo wir stehen. Dann gibt es ein wahnsinnig gutes Essen. Wir haben eine Frau, die für uns Catering macht, nur mit Dingen von der Insel.
Also die meisten Dinge halt von der Insel, was halt geht, kocht sensationell für uns. Dann haben wir eine lange Pause, dass es wirklich Urlaub ist und dann gibt es einfach ein Nachmittagsprogramm, wo wir einen Ausflug machen oder eben eine Hawaiianerin kommt oder wir Hula tanzen oder zu einer Hula-Show gehen oder auch mal Cocktail trinken fahren, weil ich meine, in Hawaii muss man auch mal einen Pina Colada trinken, oder? Ganz wichtig. Sonnenuntergang schauen, Lieder des Herzens singen, die Seele baumeln lassen und es uns einfach gut gehen lassen. Wir haben dann die Möglichkeit, noch mit den Mantas am Abend zu schwimmen, mit Manta Rays oder mal ein Boot zu nehmen, um die Wale zu beobachten. Aber ich stimme es auch individuell auf die Gruppe an. Wir fahren auf alle Fälle auch zum Vulkan, weil Hawaii ja seit 1989 täglich neues Land gebiert. Das allein ist eine Sensation und eine Energie, die wirklich unbeschreiblich ist. Und Pele, die Vulkangöttin, ist wirklich lebendig. Also wir verbinden uns auch mit ihr. Sie ist mir auch sehr ans Herz gewachsen. Also wirklich Urlaub in Bewusstheit mit den Delfinen, mit Gleichgesinnten und mit so viel Seele baumeln lassen und Luxus, wie es nur irgendwie geht. Also es uns richtig gut gehen lassen und uns was zu gönnen, das ist einfach das, was mir wichtig ist. Ja, da wünsche ich mir ja für unser Okitok-Team, dass alle unsere Okitok-Mitglieder mal diese Erfahrung machen dürfen. Vielleicht schaffen wir das eines Tages und dann sage ich heute schon mal, wenn Okitok es schafft, dann lade ich euch alle ein von unserem Okitok-Team, die bei uns dabei sind. Das muss ich jetzt mal öffentlich sagen. Wir haben unseren ersten Gast da. Das ist der Roman, ist da von CryptoTV und ich sage einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, grüß euch miteinander. Eine sehr schöne Sendung heute. Delfine liebe ich sehr. Ich habe da eine Frage und die möchte vielleicht vorher mit einer kleinen Anekdote verknüpfen. Ich durfte mal ein paar Tage mit einem Amazonas-Schamanen verweilen, mit dem Don Pedro. Und der hat uns immer so nachts schöne Geschichten erzählt. Und er hat uns eine Geschichte erzählt von den Amazonas-Delfinen, diese rosaroten Delfinen. Und da berichtete er, dass die Delfinweibchen, es ist eine mystische Geschichte, dass die Delfinweibchen nachts an den Ufern kommen, sich in Frauen verwandeln und mit ihren schönen Gesängen Männer anlocken, um sich mit ihnen vereinen zu können. Und da komme ich jetzt zur Frage, das hört sich so irgendwie eine Verwandtschaft an, Mensch und Delfin. Ich weiß nicht ganz am Anfang an mit dabei, darum weiß ich nicht, ob ich jetzt diese Frage schon gestellt wurde, aber wie verwandt sind die Delfine zu uns Menschen? Ich habe schon mal gehört, dass wir Menschen auch so ein Sonargerät hinter der Stirn haben, nur etwas verkümmerter. Und dass die Haut der Delfine den Menschen ähnlicher ist als wie die Haut der Schweine. Können Sie vielleicht etwas dazu erzählen? Ja, das ist richtig, dass ich darüber schon kurz gesprochen habe. Wir sind uns absolut ähnlich. Die Delfine nennen sich, wir sind eure Brüder und eure Schwestern, eure Familie im Ozean. Das, was ihr auf Land seid, auf dem Land seid, sind wir im Ozean. Also diese Verbindung ist gegeben. Ich habe in einer Botschaft der Delfine in einer Meditation durchbekommen, dass wenn die Wissenschaft sich wirklich darum kümmern würde und das studieren würde, würde sie erkennen, dass der Delfin und der Mensch unglaublich verwandt sind, also auch von der Biologie her, also da gebe ich dir vollkommen recht. Die Geschichte ist natürlich herrlich. Ich wünsche mir auch, dass die Männchen bitte schön ans Land kommen, um sich mit den Weibchen zu vereinen. Also das wäre sehr nett, wenn nicht nur die Weibchen, die Delfinweibchen ans Land kommen, sondern auch die Männchen. Ich glaube auch, dass einige Delfine sicherlich auch wieder inkarniert sind, unter anderem als Menschen. Laut meiner Information auch in vielen Hunden, weil da ist, glaube ich, eine sehr, sehr ähnliche Energie. Der Hund ist ebenso absolut bedingungslos liebend wie der Delfin. Laut meiner Information auch im Kolibri, das hat etwas mit dem Gesang zu tun natürlich, im Schmetterling, die Wale im Elefant. Also ich glaube, da gibt es einfach eine Verbindung und ja, sie sind unsere Familie im Ozean, also absolute Verbindung. Das ist sehr interessant. Und das mit den Gesängen, es ist auch so eine schöne Geschichte, die ich mal gehört habe, dass die Wal, vor allem die Walgesänge, aber auch die Delfingesänge, dafür sorgen, dass das morphische Netz auf der Erde stabil bleibt.
Haben Sie davon auch schon mal was gehört? Also nicht das morphogenetische Feld von uns Menschen, sondern das gesamte morphische Feld. Ja, natürlich habe ich davon gehört, da bin ich auch absolut konform. Auch darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Die Delfingesänge sind, also die Delfine sind mit dem Magnetgitter verbunden, mit dem Gitter um die Erde, während die Wale meiner Ansicht nach wirklich mit dem Erdkern verbunden sind und eigentlich mit der göttlichen Quelle, mit dem Universum. Ich habe auch in einer Botschaft bekommen, also das haben mir die Delfine gesagt, ich möge bitte eine CD aufnehmen mit den Delfingesängen, so wie sie sind im freien Ozean, weil die meisten CDs, die wir hören, sind Delfine in Gefangenschaft. Und das geht so, dass man einfach das Mikrofon in dieses Chlorbecken hält, 30 Sekunden aufnimmt und diese Delfine bekommen täglich Antibiotika und täglich Tranquilizer, sind keine glücklichen Delfine, die sind alle, stehen alle unter Drogen. Und darum wurde mir in einer Meditation gesagt, ich möge diese CD aufnehmen mit Delfinen in freier Wildbahn, so wie sie wirklich klingen. Und die klingen ganz anders als auf den Meditations-CDs. Ich habe dann mit einem Freund diese CD aufgenommen, da waren ungefähr 400 Delfine präsent. Sozusagen eine Delfinkonferenz, da geht echt die Post ab, da ist richtig was los. Was sie mir gesagt haben, ist, dass sie auch auf den menschlichen Körper wirken, vor allem, dass sie die Gehirnhälften ausgleichen, dass sie Traumen auflösen, Ängste auflösen, Depressionen auflösen, dass wir sie verwenden sollen bei Operationen, weil der Delfin dafür zuständig ist, die Seele desjenigen, der operiert wird, in Obhut zu nehmen und dann wieder in den Körper zurückzugeleiten. Bei sämtlichen Übergangsritualen, das heißt bei Geburt, beim Sterben, bei Transformationsprozessen in welcher Form auch immer. Es hat zum Beispiel eine amerikanische Studie gegeben in den USA, ich glaube in Kalifornien war das, wo Delfingesänge präsent waren bei den Geburten von Babys und wo die Wehen sich genau um 33% verkürzt haben bei der Anwesenheit von Delfingesängen. Was Sie auch gesagt haben, natürlich wirken Sie ganz besonders auf den Zellkern, weil im Zellkern ja das Urwasser, sozusagen das Urmeer, ist und dass die Delfingesänge auch auf den menschlichen Körper wirken, aber auch so wie du sagst, auf das Magnetfeld, auf das Magnetgitter, auf die Erde, auf den Erdkern und wenn man auch die Wale singen hört im Ozean, dann spürt man ohne über jeden Zweifel erhaben, dass da eine Verbindung zum Universum gegeben ist. Also einen Wal zu hören im Ozean ist wie unterm Sternenhimmel liegen. Ich kann es nicht erklären, aber das ist eine ganz, ganz starke Verbindung zur göttlichen Quelle, diese Gesänge zu hören. Ja, Roman. Ja, wunderbare Informationen. Vielleicht zum Abschluss, das ist vielleicht auch noch interessant. Ich habe vor kurzem Grillengesänge extrem verlangsamt mir angehört, also wirklich extrem verlangsamt und danach hat sich das Zirpen in Walgesänge verwandelt. Schön, ich kenne diese verlangsamten Zirpengesänge. Das ist genial. Das klingt auch wie eine Mozart-Symphonie. Das ist wirklich wunderschön. Aber dass sich das in Walgesänge verwandelt, das habe ich noch nicht gehört, ist natürlich unglaublich spannend. Ja, also die kleinen Tiere, die großen Tiere, da sieht man einfach die Einheit, die gegeben ist und dass das vielleicht mitunter dieselben Gesänge sind, nur eben in einer verschiedenen Geschwindigkeit oder Frequenz. Macht für mich total Sinn. Und auch die Zirpen, wenn wir das hören in lauen Sommernächten, was passiert auch? Eigentlich genau dasselbe wie bei den Walgesängen. Wir werden ganz friedlich und ruhig und kommen runter. Und das ist auch schon wissenschaftlich festgestellt, dass genau diese Zirpengesänge ja ebenfalls die Gehirnhälften ausgleichen. Also insofern wundert mich das nicht. Aber es ist schön, weil ich habe es noch nicht gewusst. Ich danke dir für diesen Beitrag. Ja, danke dir, Roman. Ja, ich habe ja auch eine Delfin-CD mal bekommen. Sie sollen nicht aus Gefangenschaft auch sein, diese Töne. Und wenn ich immer so müde bin im Auto, macht mich das wacher. Das hat bei mir die Wirkung zumindest gehabt. Ja, möchte ich nochmal reinbringen. Wir haben noch einen Gast da, das ist der Ki. Einen guten Abend zu dir. Einen wunderschönen guten Abend, Klaus. Hallo Margit. Hallo Roman. Ja, wirklich richtig eine tolle Sendung. Ich kam nicht umhin, diese zu verpassen, denn
ich durfte oder ich habe eine Zeit lang in Kambodscha gelebt und da gibt es im Mekong-Delta, gerade im Gebiet zwischen Kratje und also das Mekong-Delta rauf, im Osten von Kambodscha rauf Richtung Laos, da gibt es den bekannten Mekong-Delfin. Und ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt nur 4 oder 5 Populationen von Süßwasserdelfinen. Und das war eine wunderschöne Erfahrung, die Delfine im Mekong zu beobachten und einfach, wie es du eh schon wunderschön beschrieben hast, eine wunderbare Energie geht von diesen Tieren aus. Und ich finde es deshalb umso wichtiger, dass das Thema auch angesprochen wird und diskutiert wird, weil es geht ja nicht nur den Delfinen, den Irrawaddy, glaube ich, heißt es, Irrawaddy-Delfine, im Mekong-Delta schlecht. Ich glaube, da ist die Population mittlerweile auf 60 oder 70 Tiere geschrumpft. Und ich weiß jetzt nur, dass Kambodscha hat jetzt Maßnahmen eingeläutet, um noch mehr diese Art zu schützen, aber ich weiß nicht, ob die Kurve nochmal kriegen. Und ja, und es ist sehr, sehr traurig, diese friedlichen Wesen eigentlich dabei zuzusehen, gerade was auch in Japan passiert, wie sie dann abgeschlachtet werden. Also es stimmt mich sehr, sehr traurig und ich bin sehr, sehr dankbar für die Sendung und für die Informationen heute. Da war sehr viel Neues auch für mich dabei in Bezug auf Delfine. Und mich würde interessieren, kennst du die Irrawaddy-Delfine und hast du von denen schon gehört, von den Mekong-Delfinen, liebe Margit? Nein, habe ich noch nicht. Aber ich danke dir jedenfalls für dein Interesse. Ich danke dir für dein offenes Herz, dass du weißt, wie wichtig es ist, die Delfine zu schützen. Und ja, dass du auch über Japan Bescheid weißt und dass wir da wirklich auch für die Delfine unsere Stimme erheben. Das halte ich für ganz wesentlich. Worauf sie mich auch hingewiesen haben, ist, dass wir bitte mit ihnen beten sollen. Die Delfine empfangen diese Gebete, sie spüren sie. Das heißt, wenn wir ihnen unsere Gebete schicken und sie aufnehmen in unsere Gebete, dann glaube ich, hilft ihnen das. Das ist das eine. Und das zweite, was sie ganz besonders lieben, ist für sie zu singen. Das kommt wirklich an bei ihnen. Ich sehe das eben auch bei meinen Retreats, wenn wir für sie singen, bumm, sind sie da. Ja? Das ist wirklich unglaublich, was da passiert. Also das hat absolute Magie, wenn wir für die Delfine singen. Und wenn es nur im Auto ist und dir gefällt ein Lied und du singst mit und im Auto oder unter der Dusche, widme es den Delfinen. Sie hören dich. Und vor allem, wenn du eine Verbindung hast zu diesen Delfinen in Kambodscha, dann schick's genau dorthin. Also ich glaube wirklich, dass ihnen das hilft, weil sie sind Meister der telepathischen Kommunikation. Sie sind ganz feinspürige Wesen. Und ich glaube, sie nehmen das wahr. Es kann ihnen helfen und weiterhin die Stimme für sie zu erheben. Organisationen wie dolphinproject.org, seashepherd.org, oceancare.org zu unterstützen. Das sind einfach Dinge, die ebenso wichtig sind. Okay, Ki, gibt es noch was weiteres? Nein, also vielen Dank. Also, was mich jetzt noch interessieren würde, also ich fände es wirklich spannend, wenn es klappen würde, dass das Okitok-Team das mal erleben kann. Ich denke, kannst du mir nochmal die E-Mail-Adresse, die Homepage durchgeben von dir oder finde ich die dann noch im Chat? Ja, du findest sie einerseits im Chat und andererseits findest du mich einfach unter Margit Myra, Myra geschrieben Myra, Fuchs, beziehungsweise meine Webpage ist www.journeysintojoy.com, also reisenindiefreude.com, ja, auf Englisch, journeysintojoy.com, aber es steht eh, glaube ich, im Chat dabei, gell? Ja, und ja, Okitok-Team, ja, kommt. Ihr müsst euch ein bisschen beeilen. Im Moment ist die Situation so, dass das Schwimmen mit freilebenden Delfinen verboten werden soll in Hawaii. Das wird schon lange besprochen. Im Moment meinen sie es ziemlich ernst. Es ist ja schon in ganz vielen Ländern verboten. Also es sollen uns ja viele Privilegien genommen werden und dieses auch. Da ist eine Umweltschutzorganisation dahinter, NOAA,
die halt nach außen hin vertritt. Intern gibt es natürlich ganz andere Gründe, dass die Delfine sterben, weil wir uns mit ihnen verbinden und mit ihnen schwimmen. Das ist natürlich ein absoluter Humbug, während Military Sonar weiterhin erlaubt wird, das Abschlachten weiterhin erlaubt wird, Dynamitfischen erlaubt ist, das Leerfischen der Ozeane, sodass viele Delfine auch nichts mehr zum Fressen finden und verhungern müssen. Ja. Das Plastik, das ist alles in Ordnung, dass wir mit ihnen schwimmen, ist natürlich ein absolutes No-Go. Wobei man schon sagen muss, dass dieser Hype von Schwimmen mit freilebenden Delfinen einfach sehr groß geworden ist. Und ich sage es auch so, wie es ist, sehr viele Leute Retreats leiten, die gerade einmal eine Woche dort waren und glauben zu wissen, wie das geht. Das halte ich auch für hochgradig unverantwortlich. Also man muss sich da schon überlegen, was man tut. Und für mich ist es auch wichtig, dass meine Retreats kein Multiplikatorfaktor sind. Ich poste niemals auf Facebook, ich bin, ja, weil da geht es ja eigentlich dann auch um eine Ego-Geschichte, heute mit 150 Delfinen geschwommen mit der Google Map. Das halte ich für ganz gefährlich. Wir müssen auch da wirklich wissen, was wir tun und etwas vorsichtig sein. Ich poste niemals, wo ich bin. Schon gar nicht auf Facebook mit einer Google Map, weil dann kommen wirklich die Massen und dann wird das verboten und dieses Privileg wird einfach unterbunden, was dann auch verständlich ist, weil bei 30 Delfinen und 100 Menschen ist das Gleichgewicht einfach nicht mehr gegeben. Und es ist ganz wichtig, dieses Gleichgewicht zu halten und dieses Privileg als solches zu erkennen, um es für alle, die nach uns kommen, zu erhalten. Okay, okay, nochmal für dich. Nein, ich glaube, also diesem Schlusswort, ich finde es eine sehr, sehr wunderschöne Aussage und ich danke dir für diese Ansätze, für das rücksichtsvolle Handeln in Bezug auf Social Networking. Denn ich finde es genauso, gerade da fängt die Problematik, also ich sehe das ja halt dann, ich habe das dann auch bei den Delfinen im Mekong-Delta dann gesehen. Ich meine, ich durfte den Bezug oder die Delfine dadurch kennenlernen. So, jetzt klingelt gerade an der Tür. Tut mir leid, ich muss jetzt gerade schnell weg, aber vielleicht komme ich da nochmal ganz kurz dazu. Sorry. Gar kein Problem, denn wir wollen eine Musikpause machen. Kommen wir gar nicht mit unserer Musik durch. Und du darfst deinen nächsten Song ankündigen. Ja, was nehmen wir denn? Was haben wir denn da noch? You Are My King? Ist das ja. Und zwar, das ist ein Lied, wo es darum geht, um das Gleichgewicht zwischen männlicher und weiblicher Energie, beziehungsweise auch, dass die Männer endlich die Frauen ehren und achten, dass die Frauen die Männer ehren und achten und dass wir einfach einander lieben und ein Gleichgewicht geschaffen wird zwischen männlich und weiblich. You are my king, you are my queen, my guiding light, my star. Das klingt doch gut. Da dürfen wir uns wirklich mal was von annehmen. Und jetzt Musik ab. Bis nachher. Ja, und wir sind hier wieder zurück in der Sendung heute. Delfinisches Bewusstsein für eine neue Zeit. Margit Meira Fuchs heute am 30. November 2017. Ja, die Delfine, wir haben heute viel gesprochen von wie eine Welle, wie das Meer, auf und ab. Und aber dieses Auf und Ab ist gut, auch wenn es manchmal schmerzt. Ja, Wahrheit. Ja, und auf der anderen Seite der Wahrheit steht die Klarheit. Und die dürfen wir verstehen. Jetzt haben wir über die Delfine gesprochen, aber ich möchte auch mal so von dir hören, liebe Margit. Was gibt's denn so für Erlebnisse von dir selber mit Delfinen? Also, wenn ich jetzt damit schwimme, ne, ja, schwimmen sie unter dir, neben dir oder kitzeln sie dich? Ich muss es mal so fragen, ne, was passiert da? Ja, das ist eine wichtige Frage, ob sie mich kitzeln. Das tun sie meistens nicht. Was eben auch wichtig ist, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, da mal öffentlich zu sagen, wir haben alle dieses Flipper-Image. Ja, wir sind, die meisten von uns sind aufgewachsen mit Flipper und man hängt sich an den Delfin dran und der zieht einen dann durchs Becken oder durch den Ozean. Absolutes No-Go. Wir greifen niemals einen Delfin an. Das ist ein absolutes No-Go. Warum? Erstens gehen wir in ihr Schlafzimmer und in ihr Wohnzimmer. Die Delfine kommen, um
also in die Bucht, um zu schlafen, um zu spielen. Das ist 100% zu respektieren. Wir greifen niemals hin. Wir haben Bakterien auf unserer Haut, die die Delfine nicht kennen. Das heißt, es ist für sie hochgradig gefährlich. Darum bekommen sie im Delfinarium täglich Antibiotika und täglich Tranquilizer, weil es total unnatürlich ist, Delfine anzugreifen. Also das tun wir niemals. Mir ist es allerdings schon passiert, dass Delfine mich berührt haben. Das darf man aber nicht laut sagen, weil das natürlich nicht gern gesehen wird. Aber ich habe nie persönlich hingegriffen oder versucht, einen Delfin zu berühren. Aber ich habe schon erlebt, dass sich der Delfin in mich gelehnt hat, dass sie neben mir schwimmen, mir seitlich in die Augen schauen, dass er sich in mich hineinlehnt und dann merkt, okay, das geht eigentlich ganz gut. Dann hat er mich überholt, ist von hinten einfach dann noch einmal gekommen, ist unter mir geschwommen, hat zuerst mich mit dem Rücken berührt und hat mich sozusagen nach oben gehoben. Dann ist er wieder, hat eine Runde gedreht, ist noch einmal gekommen, hat zuerst mich mit dem Rücken berührt, hat sich dann umgedreht und dann sind wir Bauch an Bauch geschwommen. Aber das ist mir passiert nach 11 Jahren mit den Delfinen und ist wirklich eine Rarität, dass sowas passiert. Also die Berührung ist an und für sich eher sehr selten. Aber es ist auch nicht notwendig, weil wenn ein Delfin ganz nah kommt und dir tief, tief in die Augen blickt, dann sind wir sowas von berührt und begeistert und es entsteht so eine unglaubliche Nähe und so eine starke Kommunikation, dass ich nicht einmal auf die Idee komme, hinzugreifen oder zu versuchen, den Delfin zu berühren. Wobei wir das natürlich immer wieder sehen. Es sind aber viele von uns, die da sozusagen ein bisschen die Delfinpolizei spielen und das den Leuten erklären, dass das einfach absolut nicht geht und wirklich nicht erlaubt ist. Also so viel zum Berühren. Du hast mich gefragt nach schönen Erlebnissen, die ich hatte. Da gibt es natürlich unzählige. Ich erzähle eine der lustigsten Geschichten. Ja, die ist immer der Renner. Einige, die meine Vorträge schon gehört haben, haben vielleicht schon die Geschichte gehört, aber sie ist so sensationell, dass ich sie auch hier erzählen möchte. Und zwar, ich bin hinuntergegangen zum Strand, habe dort eine Freundin getroffen, die Cathy, die auch Delfinessenzen, übrigens, die ich in Österreich hier auch vertreibe, gemacht hat. Und zwar die Delfinessenz aus einer Plazenta, wo eine Freundin von mir bei der Delfingeburt eines Babys dabei sein durfte in freier Wildbahn und dieser freie Delfin ihr die Plazenta gegeben hat. Sie wusste nicht, was sie damit machen soll, aber die Delfinmama ist dreimal zu ihr gekommen und hat ihr das gegeben, bis sie es mitgenommen hat aufs Land, nicht gewusst hat, was sie damit machen soll und besagte Cathy stellte Essenzen her und hat aus dieser Delfinplazenta eine Essenz gemacht. Wir nennen sie The Golden Dolphin Essence und die ist eben auch über mich zu beziehen. Jedenfalls bin ich in der Früh aufgestanden, habe die Cathy getroffen, habe sie gefragt, ja, wie geht's dir denn? Sie war vollkommen fertig und äußerst unglücklich und hat gesagt, es geht ihr ganz schlecht. Habe ich sie natürlich gefragt, wieso sie so schlecht geht. Und sie hat mir erzählt, ja, sie hat ein Internet-Business und sie hat wieder mal irgendwas falsch gemacht und hat statt $20 verdient, $20 verloren. Und das ist typisch für sie und sie ist zu blöd und es war halt so ein Triggerpunkt für sie, wo das einfach eine Kettenreaktion ausgelöst hat und das ist einfach nicht gut gegangen. Ich habe ihr gesagt, Schatzilein, das sind nur $20, ist ja keine Tragödie. Dann haben wir gesehen, dass die Delfine da sind, haben gesagt, komm, jetzt gehen wir mit den Delfinen schwimmen. Wir sind hinausgeschwommen zu ihnen und wir spielen ja dort mit ihnen öfters das Blattspiel, wo der Delfin uns ein Blatt bringt und wir nehmen dann das Blatt und geben es dem Delfin wieder zurück. Und kommt ein Delfin genau zu uns, ungefähr 50 Leute in der Bucht, der Delfin kommt genau zu uns. Und wir sehen, er hat irgendwas auf der Seitenflosse. Und wir schauen und denken uns, was hat denn der da auf der Seitenflosse? Das schaut nicht aus wie ein Blatt. Hatte dieser Delfin $20 auf der Seitenflosse? Wo hat er die her? Eine gute Frage, fragt mich der Klaus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nie vorher und nie nachher einen Delfin mit Geld auf der Seitenflosse gesehen oder sonst wo. An diesem Morgen kam der Delfin genau zur Cathy mit einem $20-Schein auf seiner Seitenflosse und hat ihn vor ihr ins Wasser gebracht und ihr gegeben. Und das ist einfach so unbeschreiblich, dass so etwas passiert. An diesem Tag, wir reden über $20, von 50 Leuten kommt dieser Delfin genau zu ihr im Pazifischen Ozean, mitten im Pazifischen Ozean. Wo hat dieser Delfin $20 her? Wieso weiß er, dass genau sie dieses Thema hatte mit den $20? Ja, und das Blattspiel geht so, dass wir eben das Blatt bekommen,
Dann nehmen wir das Blatt, tauchen hinunter, der Delfin holt sich's wieder. Ja, also haben wir, wie das Blattspiel geht, die 20 Dollar wieder hinuntergetaucht, aber der Delfin wollte sie nicht haben und die Cassie ist mit 20 Dollar zurückgeschwommen. Ja, also solche Dinge erlebt man mit ihnen, wo einfach klar ist, sie haben das absolute Wissen, durch was wir gehen, wie es das gibt. Es gibt keine Erklärung dafür, aber es ist einfach sensationell. Und da habe ich unglaublich viele Geschichten, die einfach wunderschön, wunderbar berührend sind. Vielleicht noch eine Geschichte, als mein Vater gestorben ist. Es gibt in Hawaii die Tradition, dass man dann einen Blumenkranz ins Meer gibt. Aber ganz wichtig, weil auch da müssen wir uns um den Ozean kümmern, wir geben den Blumenkranz natürlich nicht mit der Schnur ins Meer, weil irgendwann gehen die Blüten runter von der Schnur und dann bleibt die Schnur über und das kann natürlich lebensbedrohlich sein für Delfine, Wale, Meeresschildkröten etc. Das heißt, die Tradition ist so, man schwimmt mit dem Lei, mit diesem Blumenkranz hinaus und übergibt oder gibt es vom Boot aus Blüte für Blüte für den Verstorbenen die Blumen ins Meer zurück. Also als Symbol des Auflösens der Lebenskette und die Blumen gehen zurück quasi zum Ursprung des Lebens ins Meer. Und ich habe das gemacht für meinen Vater, habe mir so einen Blumenkranz besorgt, weil mein Vater eben in diesem Jahr gestorben ist und habe die Delfine telepathisch darum gebeten, es wäre wunderbar, wenn er morgen da wäre. Aber ohne Erwartungshaltung bin ich am nächsten Tag am Strand, habe gleich gehört von meinen Freunden, sie sind nicht da, nirgends zu finden, worauf ich zuerst einmal mit einer Freundin ins Café ausgegangen bin. Und dann haben wir gesagt, nach 2 Stunden, ja, gehen wir heute noch am Strand. Ich habe diesen Blumenkranz mitgehabt, habe gesehen, dass die Delfine doch noch da gekommen sind. Ein Freund ist mir gleich entgegengekommen, hat gesagt, du brauchst überhaupt nicht mit ihnen schwimmen, sie haben gar kein Interesse an uns heute, ist gar nicht notwendig, dass du rausschwimmst. Und ich habe mir gedacht, das ist ganz egal, ich habe den Blumenkranz mit, ich mache das für meinen Vater und möchte gern die Blumen für meinen Vater ins Meer geben. Bin hinausgeschwommen, Delfine hatten wirklich überhaupt kein Interesse an mir. Hat mich nicht gestört, ich beginne diesen Blumenkranz zu entfädeln. Ich gebe die erste Blüte berührt das Meer und ich gebe sie in den Ozean und sehe 3 Riesenflossen auf mich zukommen. Viel größer als die normalen Delfinflossen. Habe mich zuerst gefürchtet, oh mein Gott, sind das Haie oder was ist da jetzt? Weil die Flossen wirklich groß waren. Und dann schaue ich hinunter, waren das 3 Bottlenose Dolphins, also 3 große Tümmler, die ich in 16 Jahren noch nie in der Bucht gesehen habe. Diese 3 kamen schnurstracks auf mich zu. Es war Papa, Mama und Baby. Sie sind nur mit mir geschwommen, obwohl wieder ganz viele Leute in der Bucht waren. Sie haben mich eine ganze Runde in der Bucht mit mir gedreht. Sie waren die ganze Zeit dabei, als ich die Blüten dem Meer übergeben habe und als ich die letzte Blüte in den Ozean gegeben war, haben sie, ja ganz genau, gezwitschert. Ist ja unglaublich. Welches Handy war das jetzt? Ja, Klaus, sein Handy hat gezwitschert. Haben sie gezwitschert? Und weg waren sie. Und es war ganz, ganz klar, dass sie einfach wussten, dass das ein Ritual ist für meinen Vater und genau dafür gekommen sind. Sie waren nur Sekunden genau so lange da, wie dieses Ritual gedauert hat. Und ich war nachher ungefähr 4 Wochen das Gesprächsthema in der Dolphin-Community, weil die Bottlenose-Dolphins niemals in diese Bucht kommen. In 16 Jahren habe ich es noch nie erlebt. An diesem Tag waren sie da. Und so ist das einfach mit den Delfinen, dass man wirklich unbeschreiblich schöne Dinge erlebt, wo man auch merkt, das ist kein Zufall und das hat System, das macht Sinn. Das ist einfach, entspringt aus einem tiefen, tiefen Wissen. Das ist richtig schön, sowas zu hören. Wir haben hier noch einen Gast, den haben wir heute noch gar nicht gehört. Und wir gehen ja schon langsam dem Ende der Sendung zu und das ist die Claudia, die kommt hier nicht weg. Und auch wenn sie sagt, oh je, die Mikrofone beißen, aber sie beißen nicht wirklich. Sie ist den ganzen Abend schon hier, hat reingehört, hat auch geschrieben, was ich auch gut finde. Und Claudia, wie war denn für dich der Abend hier? Du hast ja die Sendung komplett auch verfolgt, hast ja auch für dich Notizen gemacht. Einfach nur mal so ein Feedback. Ja. Ja, hallo, hier ist die Claudia. Ich bin sehr beeindruckt von der Sendung. Ich kann es nicht in Worte fassen. Danke dir, liebe Mayra, für die tollen Geschichten und für
Ja, das, was du uns erzählt hast, ich muss das jetzt alles wirken lassen. Ja, danke dir, liebe Mayra. Ja, genau. Ich kenne ja die Mayra von ihren Sing-Abenden und bin da auch recht gerne. Das letzte Mal war vergangene Woche, wo wir einen Sing-Abend gehabt haben. Das ist ja beeindruckend. Ich gehe immer, manchmal komme ich zu ihr hin und denke mir, heute bin ich ja müde und freut mich eigentlich nicht, weil der Weg doch nicht so nah ist. Aber ich komme dann immer voll geladen wieder hinaus und ich kann es nur jedem weiterempfehlen, dass er mal dort vorbeischaut. Mayra ist großartig. Danke dir, Claudia. Mir geht's übrigens auch so, ja. Vorm Singkreis denke ich mir oft, oh mein Gott, ich habe echt keine Lust und ich bin so müde und ich mag gerade nicht, ja. Und kaum sind die Leute da und wir stimmen den ersten Ton gemeinsam an. Ja, geht's uns allen sofort gut und das ist so schön, weil dieses gemeinsame Singen wirklich die Energie sofort verwandelt in was Positives. Also wenn wir uns zusammenschließen und allein einen Ton gemeinsam tönen, nämlich in ein klingendes Feld und in eine Schwingung kommen, da passiert sofort etwas. Und wenn wir dann herzöffnende Lieder singen mit noch schönen Texten, die uns erheben, da passiert wirklich Magie. Und das Schöne ist wirklich, dass man sieht, wenn man das in der Natur macht, weil ich singe ja auch sehr viel mit den Leuten in der Natur und nicht nur die Delfine reagieren so drauf, das ist sensationell. Man kann nichts mehr verstehen. Du bist ans Mikrofon gekommen hier am Schalter. Wie lange waren wir weg? Eine Minute, nicht ganz. Nicht ganz, okay. Eine Minute war weg, da sind wir dran gekommen am Schalter. Oh, da hat jemand den Schalter betätigt. Ich weiß jetzt nicht, wo wir waren. Wir waren jedenfalls beim Singen, genau. Sorry, wenn ich da ein paar Sachen vielleicht noch wiederhole, weil ich jetzt nicht weiß, wo wir genau eingestiegen sind. Jedenfalls, die Claudia hat eben gesagt, dass sie auch manchmal müde kommt und dann ganz happy heimgeht und mir es selber genauso geht, weil es so schön ist, wenn wir gemeinsam einen Ton singen und in dieses klingende Feld einsteigen und wenn wir dann gemeinsam herzöffnende Lieder singen mit erhebenden Texten, ist das wunderschön. Und was ich auch gesagt habe, ist, dass die Delfine, die Wale, wirklich sehr, sehr direkt auf Musik, wenn wir für sie singen, reagieren und sofort da sind und man merkt, dass sie es lieben. Aber auch, weil ich singe ja auch mit den Leuten in der Natur, auch in Österreich. Und da gibt es ein ganz tolles Beispiel auch, da sind wir im Sommer, das war ein Sommerseminar, sind wir im Waldviertel in den Wald gegangen, an einem kleinen Bächlein. Da hat es eine Lichtung gegeben und da haben wir uns auf die Lichtung gesetzt und haben einfach gemeinsam Lieder gesungen und haben ein Ritual gemacht mit Rosenblüten. Und es war unbeschreiblich, weil plötzlich auf dieser Lichtung im Wald, und im Wald sieht man ja eher nicht so viele Schmetterlinge, plötzlich kamen wirklich Massen an Schmetterlingen, Massen an Libellen und sie haben sich alle auf uns gesetzt. Das war ganz, ganz magisch und es hat jeder mitbekommen, dass da wie der Schleier zur Anderswelt sich lüftet und wirklich Magie passiert. Und eben dann auch zu sehen, dass es nicht nur die Delfine und die Wale sind, die auf das gemeinsame Singen oder auf die Musik reagieren, sondern auch Schmetterlinge, auch Libellen, Waldtiere. Und das ist einfach wunderbar zu sehen, wie schön wir in der Gemeinschaft und vor allem in der Musik, weil die Musik ist ja die Sprache unserer Seele oder eine Sprache unserer Seele, diese Tür öffnen können. Zur Anderswelt, in andere Dimensionen, in eine höhere Schwingung und uns wirklich verbinden können mit der Natur. Und wenn wir diese Verbindung finden, was da an Magie passiert und was wir daher auch bewirken können, ist faszinierend. Und das beeindruckt mich selber immer wieder, obwohl ich es jetzt schon so oft erlebt habe, bin ich manchmal selber so berührt und angerührt und begeistert und fasziniert von dieser Möglichkeit, die wir haben und die wir eigentlich sehr wenig nutzen. Und ich glaube, ich habe das schon in der letzten Sendung gesagt, dass ich es so wichtig finde, weil es sind so viele Missstände gerade auf Erden. Und es ist, für mich ist es erstaunlich, als ich aufgewachsen bin mit 16, 17, 18, ich war jedes Wochenende auf einer Demonstration.
Wir haben ständig Demonstrationen gehabt und sie haben was bewirkt. Wir haben Hainburg verhindert, wir haben Zwentendorf verhindert. Wir haben etwas getan, wir sind auf die Straße gegangen. Heute sitzt jeder vor dem Computer und das passiert einfach nicht mehr. Dieser Zusammenschluss, dass wir gemeinsam auf die Straße gehen und etwas bewirken. Und ich glaube nicht, dass es notwendig ist, das im Kampf zu tun, sondern für mich wäre die neue Revolution, die etwas bewirkt, ist, dass wir auf die Straße gehen, schweigen, beten und gemeinsam singen. Und dass das so unglaublich viel bewirken kann, weil ich sehe es, wenn ich mit Leuten singe, geht eine Tür auf, es passiert Magie. Wenn wir das wirklich machen würden, ich glaube, wir könnten die Welt verändern und wir könnten sie friedlich verändern, ohne Kampf. Das ist das, was ich mir wünsche. Ja, ich sage immer so schön, bleibt doch alle mal zu Hause friedlich und fangt alle an zu singen, was euch gut tut. Denn das ist die friedliche Revolution, wenn es mal darum geht, was passiert, wenn die Leute nicht mehr in die Arbeit gehen? Was wollen die machen, wenn die sich mal einig sind? Nochmal zur Schwingung, das Singen. Alles ist Wort, Kraft, Schwingung und auch die Tiere, die Bäume, die Pflanzen empfinden auch etwas. Und wenn man mit seinen Pflanzen redet, sagt man, wachsen sie besser. Tiere, warum sollen sie nicht die Schwingung wahrnehmen, wenn wir singen, im Wald oder sonst wo? Das ist der natürliche Kreislauf. Wir sind zwar alle verschieden, aber trotzdem sind wir eins. Und das Eins ist verschieden und trotzdem ist das Eins wieder eins. Die Verschiedenheit ist eins. Und das darf man verstehen. Ja, ich würde sagen, ein Song will ich nur einspielen, weil wir haben ja 4 Songs und dann kommen wir langsam zum Abschluss der Runde. Oder wolltest du noch was ergänzend sagen? Ja, ich würde dann als Abschlusslied, weil heute ist es so weihnachtlich draußen. Es schneit in dicken weißen Flocken. Das Licht ist da, das ist ein Lied von Peter Czerny, einem Österreicher. Das ist einer der wenigen Coversongs auf unserer CD. Und ist ein sehr weihnachtliches Lied. Und ich glaube, wir lassen uns jetzt einfach einschwingen. Das Licht ist da. Nein, das ist da oben. Das Licht ist da. Nein, eins weiter runter. Noch eins weiter runter. Here we go. Genau. Musik ab, bis gleich. Ja, halt mich fest. Wer hält mich fest? Ich weiß schon, wer mich festhält. Aber das ist privat. Das muss man jetzt nicht hier sagen. Danke, schön, dass es dich gibt. Du weißt schon genau, wen ich meine. So, jetzt gehen wir in die letzte Runde. Die letzte Runde heute Abend. Ja, die Smart Meter möchte ich nochmal ansprechen. Die haben wir ja anfangs gesagt. Und es ist wirklich ein wichtiges Thema. Wenn man überlegt, wir haben heute viel erzählt über die Naturwelt, die Tiere, Auf und Abs, die Schönheiten diesen Planeten. Und das heißt ja auch, wir dürfen Eigenverantwortlichkeit erkennen. Auch den Umgang mit der Umwelt, mit den Tieren, mit unseren Freunden und. Und mir macht das enorme Sorgen. Und das ist mit Sicherheit richtig. Und das sollte euch draußen auch Sorgen machen. Smart Meter und nicht nur der Smart Meter. Es gibt so viele Dinge, die momentan wirklich meines Erachtens aus den Rudern laufen. Damit möchte ich keine Angst schüren. Im Gegenteil, damit möchte ich Bewusstsein schüren. Und die Fragen dürfen unsere Herr Politiker verantwortlich immer beantworten und sie tun es nicht. Oder legen es ab, schieben es an die Seite, als wenn es nicht wirklich wichtig ist. Ist ja nichts dran. Doch, doch. Es ist was dran. Und da sollten wir uns mal Gedanken machen. Margit, du hast die Homepage auf jeden Fall auf dem Schirm. Vielleicht magst du auch noch was selbst zu deinen Smart Meters sagen. Die Homepage von einer Organisation, die sich da sehr einsetzt und wirklich die Information streut und auch uns bekannt gibt, was wir tun können, ist www.stop-smartmeter, also geschrieben ganz normal wie smart und meter.at. Also ich habe bereits einen Brief geschrieben an die Wiener Netze, dass ich das ablehnen werde, weil es ja gesetzlich verankert ist, dass wir eine Opting-out-Möglichkeit haben. Die Briefe, die ich zurückbekommen habe, das war eher eine Farce. Dennoch habe ich auf mein Recht bestanden, weil es ist gesetzlich verankert. Es sind jetzt mittlerweile sehr viele Leute, die dieses Opting-out in Anspruch nehmen wollen. Ich habe jetzt von der Organisation eben Stop Smart Meter gehört. Gestern, das hat mich wirklich, wirklich sehr
betroffen gemacht, dass es im Moment so ausschaut, dass sie da einfach die Gesetzeslage dann ändern wollen. Also in dem Moment, wo Leute aufstehen und etwas dagegen tun wollen, wird einfach das Gesetz geändert. Und das ist für mich ein absolutes, ich sage so, wie es ist, Gangstertum. Gangster. Und drum ist es auch schön, dass du das ansprichst und wir diese Webpage da bekannt geben können. Und es ist wichtig, dass da einfach noch Stellungnahmen geschickt werden an die Parteien, weil wir insgesamt nur mehr 14 Tage Zeit haben, um hier unsere Stellungnahmen abzugeben, dass, dass dieser Kelch an uns vorübergeht und wir die Möglichkeit haben, auszusteigen und eben keinen Smart Meter bei uns installieren zu lassen, weil für mich ist das ein Übergriff an mein eigenes Heim und an meinen Körper eigentlich auch. Ja, und die Smart Meter, jetzt habe ich den Faden natürlich wieder vergessen. Ich musste mir das auch aufschreiben. Smart Meter, was wollte ich dazu sagen? Genau, jetzt weiß ich wieder. Ja, und dann haben wir ja diesen Gummiparagraphen gemacht. Menschen, die gegen das System reden, sollen ja auch ins Gefängnis kommen. Und jetzt kommt so ein Gesetzentwurf und die Menschen werden böse, weil sie überzeugt von etwas anderem sind. Und werden dann vielleicht auch noch verurteilt nach diesem Gummiparagraphen als Reichsbürger oder irgendwas betitelt. Ist ja die Masche. Auch das dürfen Sie sich aber anziehen, die Herren da oben. Und endlich mal darüber reden. Es ist traurig, traurig, traurig. Und das nennt sich dann Demokratie? Parlamentarische Demokratie? Ich glaube, die haben gar nicht verstanden, was Demokratie bedeutet. Das bestimmt nicht. Ja, ich denke schon, dass sie es verstanden haben, aber bewusst nicht wollen für uns. Aber das ist ein anderes Thema. Und da, um da auch den Bogen zu den Delfinen zu spannen, und das ist eben das Schöne, dass sie uns eben erinnern an diese Freiheit des menschlichen Geistes und des menschlichen Wesens und die Freiheit, wir sind alle freigeboren. Und das ist auch eines der Themen, an die sie uns erinnern. Wirklich auch diese Freiheit zu leben, und sie erinnern uns auch daran, was ist denn dein Talent? Wo fühlst du dich gerufen, etwas beizutragen, etwas zu tun? Ja, weil ich glaube, es geht uns allen gut, wenn wir wissen, wir folgen unserer Lebensaufgabe und wir leisten unseren Beitrag. Und den können wir eigentlich nur leisten in der Freiheit. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was die Delfine eben verkörpern, diese Freiheit und diese Möglichkeit, unserem Weg zu folgen, unsere Bestimmung zu leben, unseren Beitrag zu leisten. Ich glaube, jede Seele kommt hierher, um etwas zu bewegen. Und das ist halt auch das, was, ja, ich glaube, und heutzutage ist es wirklich leicht, etwas zu finden, wo wir unsere Stimme erheben können und wo wir erkennen können, das ist mein Beitrag, den ich leisten kann. Sei es in Missstände aufzeigen, sei es in wunderbare Dinge kreieren. Oder vielleicht beides. Für mich ist es kein Widerspruch, für mich gehört es zusammen. Als verantwortungsvoller Bürger oder Bürgerin ist es für mich einfach ganz essentiell, dass ich meine Wahrheit spreche und das sage, was mir nicht gefällt, und das kreiere, was mir gefällt und in welche Richtung es gehen soll. Ich möchte nochmal auf unseren Gast doch kommen. Der Key ist schon ausgestiegen, hat ja Besuch bekommen, und der Krypto-TV, der Roman, ist noch da. Und mal kurze Frage, auch für dich so, wie die Sendung geht ja zu Ende. Vielleicht möchtest du uns noch was mitteilen einmal, oder auch die Frage an dich, wie hast du die Sendung heute Abend empfunden? Und ich bedanke mich schon mal bei dir, dass du heute unser Gast auch hier oben zum Mitreden warst. Ja, ich bedanke mich zum Mitreden. Ja, ich möchte vielleicht noch ein bisschen auf das Gewissen der Menschen ansprechen. Das Gewissen der Menschen anzusprechen ist oft ein bisschen schwerer, als wie den Verstand der Menschen anzusprechen. Und darum versuche ich jetzt vielleicht einmal ein bisschen für die Delfine zu sprechen, anhand, dass man den Verstand der Menschen nähert. In dem Film Die Cove, auf Deutsch Die Bucht, da habe ich gesehen, dass in Japan ja das flächendeckendste größte Gebiet ist, wo die Menschen an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit erleiden, ja. Und Creutzfeldt-Jakob, das ist ja eine Krankheit, die man ja nur bekommt, wenn man seine eigenen Artgenossen isst, also Kannibalismus betreibt. Und in den Schulen in Japan werden ja die Delfinfische an den Kindern vertrieben, und da ist die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit schon sehr groß. Und da sollte man schon mal erkennen, wen man da eigentlich isst, ja.
Und das habe ich so schön gefunden von dir, wie du gesagt hast, wir müssen das vielleicht ein bisschen mehr, wenn wir die Welt verändern wollen, in der Stille machen. Wir haben in Salzburg, ein Freund und ich, dazu die Stille Revolution gegründet. Das Wort Revolution, da haben wir das R klein geschrieben und in Klammern gesetzt. Und da sind wir im Schnee gesessen, da sind wir im Regen gesessen und haben einfach still da gesessen, haben meditiert, einfach für den Weltfrieden. Und das hat sich bis nach Wien hinausgetragen. Und ja, und so möchte ich mich jetzt einfach noch bedanken für diese wunderschöne Sendung. Hab da wieder sehr viel Spannendes und Interessantes für mich mitnehmen können und bedanke mich da für euch, von euch beiden. Ich danke dir ebenfalls. Ich finde das einen wunderschönen Titel, Stille Revolution mit dem kleinen R, Stille Evolution. Ich hoffe, ich darf das ein bisschen klauen und ich hoffe, das streut sich weit, weit, weit in die Welt, weil das ist einfach auch wirklich das, worum es geht. Also ich finde, da habt ihr ganz den passenden Titel dafür gefunden. Wunderbar, ich werde das weitergeben und wenn ich darf, dieses Wort ebenso verwenden, weil ich es wirklich eine tolle Sache finde. Danke dir dafür. Natürlich. Und man findet uns ja auch so auch auf Facebook. Einfach Stille Revolution eingeben. In Wien, in Salzburg, sogar in Deutschland hat sich schon hinausgetragen. Super, das mache ich unbedingt. Und meine Revolution, Evolution ist auch eine singende Evolution, weil uns das auch wirklich verbindet und eine freudvolle. Also ich bin auch eine Vertreterin, dass wir uns das gönnen, was uns gut tut. Also ich sehe auch immer, dass viele Leute auch, dass sie wirklich Schwierigkeiten haben, sich etwas zu gönnen. Und das sehe ich auch als eine meiner Aufgaben als Bewusstseinslehrerin oder wie auch immer man das nennen will, oder Begleiterin ist eigentlich das bessere Wort, die Leute wieder dazu zu animieren, es ist okay, wir dürfen uns Gutes tun. Ja? Und das sind auch die Delfine, was machen die den ganzen Tag? Spielen, schmusen, Liebe machen, ja, das Leben genießen, fressen. Ja? Und das ist so wichtig, weil so viel Heilung passiert, indem wir uns einfach etwas gönnen und uns Gutes tun. Ja, uns was Gutes tun. Danke dir, Roman, auch für deine Beiträge und deine Aufmischung, Mitmischung. Einfach toll. So wird man in den Gesprächen bei OKITALK immer wieder ein bisschen hin und her geschwappt und auf neue Gedanken gebracht. Und so soll meines Erachtens die Zukunft auch der Medien gestaltet werden, das interaktive Austauschen, miteinander reden. Liebe Margit, wie hast du dich heute überhaupt gefühlt? Zweite Sendung, also wenn ich dich so anschaue, hast du dich erstmal super gefühlt und ein Lachen auf den beiden Wangen und neben dir sitzt ja auch noch die Claudia, die schon wieder guckt, oh, das passt schon, ich muss ja nichts sagen, aber ein Tschüss sagt sie gleich bestimmt nochmal. Nee, ich war aber Mikrofone auch für dich, das denken immer viele beißen, das gibt's gar nicht. Nee? Und wie hast du dich heute gefühlt und deine Botschaft vielleicht noch zum Abschluss, möchtest du den Menschen noch was mitgeben? Ja, ich habe mich auch bei dir heute wohl gefühlt. Das ist eine schöne Frage, die bin ich noch nie gefragt worden in einem Interview, muss ich sagen. Ich bin ganz begeistert. Ich habe mich sehr gut gefühlt, weil es ist immer schön, darüber sprechen zu dürfen, was einem am Herzen liegt. Und ich bin sehr müde gekommen. Und hatte jetzt die letzten zwei Tage nicht die besten Tage, sage ich auch ganz ehrlich. Mir geht's hervorragend, ja, weil es ist einfach wunderschön, über das sprechen zu können, was mir wirklich von ganzem Herzen Anliegen ist. Und eine Botschaft singt, 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 tanzt, 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 liebt, geht in die Stille. Einfach, dass wir der eigenen Wahrheit vertrauen, hinspüren, dem Körpergefühl zu vertrauen. Der Körper weiß, was stimmt und was nicht stimmt. Der Körper weiß, was eine Lüge ist und was keine ist. Der Körper weiß, was Wahrheit ist. Und dem zu vertrauen, nämlich unserem Körperempfinden, unserem Herzens, der Verstand im Herzen, unserer Seele zu vertrauen, der göttlichen Führung zu vertrauen. Und dem zu vertrauen, was mein Herz singen macht. Das ist meine Botschaft. Ich glaube, das bringt es eigentlich gut auf einen Nenner.
Das ist, glaube ich, eine sehr tolle Botschaft. office@okitalk.com könnt ihr auch schreiben, um vielleicht Feedbacks auch zu geben zu dieser Sendung und deine Homepage auch nochmal. journeysintojoy.com. Dort findet ihr auch sicherlich eine E-Mail und dort könnt ihr auch schreiben an der Margit. Und jetzt nochmal an die Claudia. Claudia, wie hast du dich heute Abend nochmal gefühlt? Wie hast du so im Ganzen die Sendung für dich empfunden? War sie eine Bereicherung oder war das nur so eine Schallplatte? Nein, ich habe mich hier wunderbar gefühlt und sehr gut aufgehoben und ja, die Mayra spricht mir komplett aus dem Herzen. ja, ich hatte vor 1,5 Jahren das Glück, mit einem Freund auf einer Segeltörn unterwegs sein zu dürfen. Und da hatten wir damals vom Weiten auch Delfine sehen können beim Spielen. Das war auch so eine Delfinfamilie. Und es war zwar doch weiter weg, aber es hat mich trotzdem sehr berührt. Und ja, die Sendung, ich finde das toll, was du machst. Mach weiter so. Ich werde dich unterstützen, wo ich kann. Deine Singabende finde ich wunderbar und auch deine Meditationen. Ja, vielen Dank für die tolle Sendung und dass ich dabei sein durfte. Ja, ich danke dir. Ein Überraschungsgast war das ja heute, die Claudia. Und wir haben jetzt noch einen letzten Song, den darf auch nochmal die Margit hier uns heute bekannt geben. Wie gesagt, das war die Sendung heute Abend. Delfinisches Bewusstsein für eine neue Zeit. Margit Mayra Fuchs hier. Und jetzt wird der letzte Song nochmal von ihr angekündigt. Und ich sage guten Nacht, guten Morgen, guten Mittag. Ihr seid jetzt im Archiv. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Vergesst uns nicht. Ja, ich wünsche eine gute Nacht mit dem letzten Lied. Das ist Whisper of Your Heart von unserer CD Sing Your Song. Gerne zum Mitsingen. Tschüss, Baba, Grüße. Na, diesmal machen wir das doch anders. Diesmal wollen wir den letzten Song schon richtig einspielen. So, gute Nacht. Bis dann. Ciao, ciao und danke.